Hey, ich bin der Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich euch zwei Jacken vergleichend miteinander vorstellen. Einmal handelt es sich hier um die Tasmanian Tiger Nevada Softshell-Jacke und die zweite im Bunde wäre hier die Serme TST Woolshell Jacket. Es geht hier also um einen Vergleich einer Kunstfaser mit einer Naturfaserjacke. Gleich vorab, wie immer in meinen Videos, die Abonnenten kennen das bereits, nichts von dem, was ich euch hier zeige, vorstelle, vergleiche, ist irgendwo gesponsert, mir geschenkt worden, geliehen oder ähnliches. Alles habe ich von meinem eigenen Geld selbst gekauft. Das ist mein persönliches Eigentum. Demzufolge ist das hier keine Werbung für irgendjemanden, sondern ich zeige euch hier lediglich Dinge aus meinem Anwendungs- und Erfahrungsbereich. Und bezüglich der Verfügbarkeit der hier gezeigten Produkte, ich bekomme diesbezüglich in der letzten Zeit gehäuft Fragen über meine Webseite, wo kann ich das oder das nicht eventuell doch noch kriegen. Nur was soll ich dazu sagen, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier drehe, wir leben in einer Rezession, die meiner Meinung nach nicht gerade weniger, sondern eher eigentlich immer viel schlimmer wird und ja, wenn ich so einen Blick, ja, ich beobachte ja auch so ein bisschen das Weltgeschehen, habe, worauf es hinausläuft, ja, denn vermeide ich persönlich Dinge in einer Rezension zu kaufen, mir anzuschaffen. Denn wie wir alle wissen, die sind nicht nur schwer verfügbar, sondern vor allen Dingen auch deutlich teurer. Ja. Also wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen, daher in Eigenregie weitersuchen, Geduld haben, würde ich sagen. Zum Begriff Softshelljacke. Da ist ja eigentlich nichts Neues, aber so in den letzten, naja, vielleicht so, ich weiß nicht, Pi mal Daumen, 15 Jahren vielleicht ungefähr, so, ja, also 10 mit Muss, da ist ja relativ populär geworden, ja, und man verbindet damit eine funktionelle Outdoor-Jacke, ja, aus verschiedensten Materialien. Als ich damals oder eigentlich mein Leben lang mit irgendwelchen Baumwolljacken, vielleicht auch anteilig ein bisschen Polyestermix durch die Gegend gelaufen bin, da wäre niemand auf die Idee gekommen, das Softshell zu nennen. Aber naja, wir wissen ja, die Industrie lässt sich immer tolle Begriffe einfallen, ne, um wieder Dinge ordentlich vermarkten zu können. Meine erste Softshelljacke, wenn man das so nennen darf, also wo dieser Begriff damals salonfähig gemacht wurde, ja, war dieses gute Stück hier. Ja, ich glaube, Name dürfte MFH High Defense sein, ja, und sollte höchstwahrscheinlich auch aus China stammen. Und ihr seht das schon, ja, das ist, sieht nicht nur aus wie eine Militärjacke, Dienstgradabzeichen, denn meines Wissens nach ist die auch vor allen Dingen beim österreichischen Militär in Verwendung gewesen, vielleicht auch immer noch, man kann es nicht sagen, ja, Namensabzeichen und so weiter. Die habe ich jetzt schon wirklich, boah, also 10 Jahre, so Pi mal Daumen würde ich sagen, ungefähr, ja, denke ich mal. Und ja, was soll ich sagen? Sie hat die Funktion, die sie erfüllen sollte, auch erfüllt. Es war eine Jacke für draußen, ja. Aber man sieht es auch, sie sieht nicht besonders schick aus, wenn man es so nennen darf, ja. Und tja, irgendwann war mir das Ding dann auch ehrlich gesagt zu schwitzig, ja. Ich denke mal, hier ist eine ganze Menge schweißtreibender Kunstfaser, sowas wie PU und so weiter drin. Und naja, das wollte ich dann irgendwann mal ersetzen, verbessern, ja. Funktioniert hat sie aber bis zum Schluss nach wie vor und gekostet, das ist der Brenner, das weiß ich noch ganz genau, hat das gute Stück damals 59 Euro. Als ich einige Jahre später mal geschaut hatte, habe ich gesehen, da war es schon 25 Euro teurer geworden. Ja? Und auch das ist jetzt schon einige Jahre wieder zurück. Ich kann eigentlich nicht sagen, ob es dieses Ding hier heutzutage noch gibt. Ja, aber wenn, könnt ihr mir vorstellen, kostet wahrscheinlich auch 100 Euro. Ja? Und wie gesagt, das Ganze wollte ich dann ersetzen, denn es sollte ein bisschen luftiger werden. Es sollte ein bisschen, naja, ansehnlicher werden. Ja?
ich wohne im Wald, ja, danach geht es jetzt nicht, aber ich bin ja natürlich auch irgendwo in der Zivilisation mal unterwegs und gehe auch mit anderen auf Tour. Und da muss ich nicht immer aussehen, als wenn ich jetzt gerade irgendwo aus der Hindernisbahn gekrochen käme. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also wollte ich so ein bisschen schicker machen. Tja, und dann habe ich mir vor knapp 8 Jahren zwei Modelle von Tasmanian Tiger zugelegt. Einmal war das da die Rio Grande und die Nevada. Ich glaube, die Rio Grande gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und die ging auch schon nach relativ kurzer Zeit wieder zurück. Also mit der habe ich mich wieder getrennt. Denn die war mir einfach zu schmutzanfällig und von den Funktionen nicht so ganz. Ja. Es waren aber zwei Modelle, die liefen damals bei Tasmanian Tiger parallel. Geblieben ist dann hier die Tasmanian Tiger Nevada. Ja, das war 2015. Das war das erste Modell. Ich glaube, Tasmanian Tiger nennt das immer MK. Ja, also MK, wenn man es so nennen mag, 1. Aktuell dürfte es mittlerweile das Modell MK3 geben, wenn ich da so ein bisschen auf dem Laufenden bin. Ja, und ja, dazu gibt es ein entsprechendes Lesereview bei mir auf der Webseite. Ja, also man sieht das, seit 2015 führe ich dieses Review. Ja, meine Webseite gab es seit 2014. Das heißt, es war mit eines meiner ersten Modelle, die ich auf meiner Webseite rezensiert habe. Produkte allgemein, ja, als Kleidungsstück, die Jacke hier. Und wie ihr das denn da auch sehen könnt, ja, auf den Fotos, die ist im Prinzip, ich will jetzt nicht übertrieben, wäre jetzt gesagt, wenn ich sage, sie war auf 5 Kontinenten mit dabei, aber in sehr vielen Ländern hatte ich sie überall mit dabei. Ich habe sie hier zu Hause getragen, ich habe sie unterwegs auf Tour getragen und es war tatsächlich auch meine absolute Lieblings-Softshell-Jacke. Ich habe sie wirklich sehr gemocht oder anders, ich mag sie immer noch, ja. Denn ihr seht, ich habe sie nach wie vor immer noch. Das gibt es ja gute Grund. Und wer meine Philosophie kennt und auch meine Videos auch schon so ein bisschen gesehen hat und mich jetzt hier vielleicht auch so sitzen sieht, ja, dem dürfte auffallen, dass ich natürlich Naturfasern grundsätzlich bevorzuge. Und das ist denn auch neben meiner Hardshell-Jacke, das heißt der Regenjacke, die einzige Kunstfaserjacke, die ich überhaupt noch besitze. Alles andere sind mehr oder weniger reine Naturfaserjacken. Ja, und da seht ihr ja schon daran, was ich im Prinzip von dieser Jacke halte. Normalerweise hätte ich mich rein aus meiner Ideologie prinzipiell schon längst davon getrennt. Habe ich aber nach wie vor nicht gemacht, denn ich habe sie wirklich sehr lieb gewonnen und sie hat mir wirklich immer gute treue Dienste geleistet. Ja. Wie gesagt, das ist hier keine Werbung, sondern das ist, man sieht es auch anhand meines Lesereviews, meine objektiv sachliche Meinung. Ich kann hier absolut fast nichts Negatives über diese Jacke sagen. Und wenn wir hier über Kunstfaser sprechen, dann rede ich hier von solchen schönen Stoffen wie Polyester, Polyamid, Polyurethan und natürlich auch Elastan. Ja, also das ist, zu diesem Punkt verweise ich hier nochmal ganz explizit auf mein Video der textilen Fasern. Da könnt ihr euch komplett aufschlauen lassen, welche Faser wofür, welche Vor- und Nachteile und so weiter. Auch natürlich nicht nur Kunstfasern, sondern vorwiegend natürlich auch Naturfasern. Also das komplette Programm. Deswegen gehe ich in meinen Kleidungsreviews und zu Fasern nicht explizit auf die jeweilige Faser und deren Eigenschaften nochmal ein, weil wie gesagt, dafür habe ich dieses Fasern-Video extra gedreht. Ja. Also eine reine Kunstfaserjacke, ne? Und man kann sich vorstellen, Kunstfaser, der größte Vorteil, es ist natürlich nicht nur kostengünstig in der Herstellung, ja, sondern vor allen Dingen leicht. Ne? Wir reden hier über eine Jacke, die wiegt 750 Gramm, hier in der Größe M. Ne? Und ich denke, das ist wirklich eine leichte Jacke. Und neben dem verhältnismäßig geringen Gewicht kann man sie zusätzlich auch noch relativ klein komprimieren. Ja, also wenn man die ordentlich zusammenlegt, ja, also nicht knüllen, sondern wirklich richtig gut zusammenlegt, dann bekommt man die in wirklich noch so jede kleine Tasche, selbst in winzigen Tagesrucksack, wirklich gut unter. Und das war halt der Vorteil, weswegen ich sie auch überall in den Mitnehmen genommen habe. Ne? Sie wiegt praktisch nichts, man kann sie auch an einem Sommertag irgendwo einstecken, schleppt sich daran nicht tot für den Fall, dass es mal ein bisschen zügiger wird oder ein bisschen frischer zum Abend hin. Ja. Und neben dem geringen Gewicht, dem relativ kompakten Stauvolumen, ist auch der Vorteil dieser Jacke, sie hält nicht nur warm, was natürlich eine Jacke machen soll, sondern sie ist auch noch nahezu winddicht. Ja. Der Hersteller nennt das hier, gibt auch so ein kleines Label hier drin, unten No Wind steht hier drin. Ja, wie ihr das hier sehen könnt, ich blende euch dazu mal ein Foto ein. No Wind.
Und ja, also das kann ich wirklich bestätigen. Ich kann jetzt nicht sagen, woran es jetzt liegt, ob es dieses Polyester, also es ist in jedem Fall die Kunstfaser. Die lässt hier praktisch keinen Wind durch. Und das war dann auch der Grund, beziehungsweise das waren auch dann die Anwendungen, wo ich diese Jacke rausgeholt habe. Nicht nur, wenn ich es ein bisschen wärmer haben wollte, sondern wenn ich auch ganz genau wusste, jetzt könnte es ein bisschen zügiger windig werden. Denn das hat die Jacke grundsätzlich immer abgehalten. Jetzt habe ich es hier so lange in die Kamera gehalten. Ziehen wir das gute Stück ruhig mal an, damit das mal getragen seht und damit wir ein bisschen so auf die Funktion eingehen können. Ja. Also ihr seht das, Reißverschluss hatte ich euch eben schon indirekt gezeigt, ist natürlich auf der Hauptzipper, ist ein Doppelreißverschluss und das kennzeichnet praktisch auch fast alle anderen Taschen oder fast alle anderen Reißverschlüsse an dieser Jacke. Ja. Das heißt, nicht nur hier der Hauptreißverschluss, den ihr hier bedienen könnt. Und das ist ja das Praktische bei Doppelzippern, wenn ich das mal so nennen darf, dass man sie vor allen Dingen, wenn ich jetzt sitze, ja, kann ich ihn aufmachen, ohne dass mich die Jacke jetzt hier unten irgendwie zusammenschnürt. Würde jetzt nicht stören, da sie ja flexibel ist. Wie gesagt, Elastan mit enthalten. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt unterwegs und will mal eben doch ein bisschen in eine Büsche pinkeln, ja, dann ganz einfach Jacke unten auf. Immer dran denken, wenn es kalt ist, zügig und so weiter, da will man vermeiden, dass man das hier oben aufmacht. Ja. Das ist natürlich der Grund, warum man den Doppelzipper in jedem Fall, das ist schon eine gute Erfindung. Ja. Also das sollte, denke ich, so eine Autojacke, so ein Doppelreißverschluss, wenn es eine Reißverschlussjacke ist, ja, kein Anorak zum Überstülpen wie ihn hier eben gerade, sondern eine Jacke mit einem durchgehenden Frontreißverschluss, sollte die einen Doppelzipper schon haben. Also da achte ich auch schon drauf. Ja. Und dann seht ihr ja, die hat jetzt, ist übrigens nicht so warm wie die Wolljacke, die ich jetzt hier gerade anhatte. Ja. Deswegen ist mir jetzt gerade ein bisschen kalt, aber ich hoffe, das wird jetzt gleich ein bisschen wieder wärmer werden. Ja. Denn hat sie an Reißverschlüssen nicht nur diesen großen Frontreißverschluss, sondern erstmal einen, den man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Das wären dann hier die Reißverschlüsse unter den Achseln. Auch die sind als Doppelzipper ausgeführt. Ja. Ihr könnt also die von oben und von unten schließen. Ne. Es ist jetzt natürlich so ein bisschen kompliziert, aber auch das geht, ja, von unten nach oben. Ansonsten ist Aufziehen natürlich immer das Schnellste. Ja. Deswegen hängen meine Doppelzipper immer in der Regel oben. Ja. Also, oder wenn man es so sieht, dann hängen sie ja unten, jedenfalls zum Ärmelbund hin. Ja. So kann ich die immer beim Wandern ganz schnell aufziehen und habe dann hier eine super Entlüftung. Ja. Und wenn ich sie ganz schnell wieder zumachen will, dann ziehe ich einfach nochmal runter. Und zack ist das Ding wieder zu. Ja. Muss ich dann natürlich beim nächsten Mal, wenn ich es nicht mehr so schnell machen will, dann weiß ich, okay, ja, alles klar, jetzt muss ich die Dinger erstmal wieder hochschieben. Ja. Aber das ist... Ist nur mal so ein kleiner Tipp, ja, weil ich ja manchmal Leute rumgehen sehe mit Doppelzipper und dann hängen die beide so hier unten an der Achsel. Und da frage ich mich einfach, warum hängt das denn nicht an den Arm? Ja. Nun gut, also das ist eine wirklich gute Sache, wenn man schwitzt, wie gesagt, denn wir reden hier von einer Kunstfaserjacke und das wäre natürlich einer der Nachteile. Die Atmungsaktivität von Kunstfaser ist natürlich nicht die gleiche wie die einer Naturfaser, ja, also nicht mehr annähernd, ja, egal was der Hersteller da verspricht. Wenn man hier richtig körperliche Aktivität drin macht, dann schwitzt man. Und zwar ordentlich und dann muss das Ding auch entlüftet sein. Ja, also bei einer Kunstfaserjacke sollte man in jedem Fall immer darauf achten, dass genügend Entlüftungsstellen vorhanden sind. Ne? Und dann, wie gesagt, die beiden Zipper. Ja, und wo wir gerade bei den Reißverschlüssen gewesen sind, Eli, also das... Ich hatte ihm versprochen, dass wir heute noch mal eine größere Runde drehen. Ja, das machen wir natürlich auch. Allerdings, der Junge kann es natürlich, kann die Zeit nicht abwarten. Ja. Geh mal runter und geh noch ein bisschen gucken, Eli. Wo wir gerade bei den Reißverschlüssen gewesen sind, ja, kommen wir hier mal, also das sind die beiden funktionellen, was Öffnungen angeht, zum Ausziehen, Frontreißverschluss oder B, Entlüftung unter den Achseln. Und dann haben wir natürlich noch die Reißverschlüsse der Taschen. Ja. Taschen, die hier vielleicht mit am ehesten auffallen, sind die beiden oben auf den Oberarm, ja. Der Klassiker, man kennt das. Übrigens, alle Reißverschlüsse habt ihr vielleicht schon gesehen, haben diese praktischen Zipper hier dran. Funktionieren jetzt auch, wie gesagt, nach knapp 8 Jahren immer noch. Alle Reißverschlüsse tadellos, gibt es nichts dran zu sagen. Ja. Es gibt natürlich, irgendwann kam auch so dieser Schrei auf, dass man solche Jacken hier noch mit so einem Fitzel verseht, dass man den hier reinbeißen kann und dann die besser öffnen kann. Ja. Ihr kennt das wahrscheinlich von den Combat-Shirts und so weiter. Ob das ein aktuelles Modell das hat, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, die hat es noch nicht. Aber ihr seht ja, man kann sie trotzdem bedienen. Ja, also.
Gut, also diese Reißverschlüsse hier oben und ihr seht das auch schon, hier ist dann auch dieses abgesetzte Softshell-Material. Ja? Während die Jacke überwiegend hier aus Vlies besteht, ist halt der Teil oben auf den Schultern und an den Reißverschlüssen ist hier dieses Softshell mit dem PU vor allen Dingen Anteil drin. Ja? Und ihr habt denn hier noch das Klettpatch. Ziemlich groß. Der einzige Nachteil, also Klettpatch fand ich immer ganz interessant, beziehungsweise für mich auch wichtig, dass ich hier natürlich irgendwas draufpappen kann. Ja. Militärisch macht es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn, aber ich habe es natürlich auch im privaten Anhängsack, auch vor allen Dingen, wie gesagt, auch für mein eigenes Patch. Ja. Von daher ist es eine gute Sache. Der einzige Nachteil, wenn ich das so nennen darf, ja, das ist eckig. Ja. Und da finde ich, das sieht immer... Wir wissen ja alle, dass so Klettflächen kommen von natürlich breiten Streifen. Ja, aber ich bin der Meinung, da hätte man die Ecken ein bisschen abrunden können. Sehe einfach ein bisschen schicker aus und führt dann auch dazu, dass die Ecken sich dann im Prinzip nicht anheben. Ja, also hier hässlich werden, ja, wenn man es einfach rund macht. Hat die jetzt nicht. Ist vielleicht aber auch. Das ist wirklich, muss man sagen, jammern auf hohem Niveau, weil ich immer ganz genau hingucke bei sowas. Ja. Ja, das wären also die beiden Taschen, habt ihr hier auf beiden Seiten und finde ich auch praktisch, passt eine Menge rein. Ich habe die übrigens meistens, wenn ich nichts drin habe, habe ich die auch tatsächlich offen zur Entlüftung. Denn wie gesagt, hier oben haben wir PU, ne, doppelt gesehen. Ja, und das sind natürlich die Sachen, hier schwitzt man ziemlich doll im Vergleich zu anderen Bereichen, ja, aufgrund des Materials. Deswegen habe ich die immer offen, dass hier noch ein bisschen möglichst mehr rausgehen kann. Ja. Sieht jetzt nicht immer schön aus, sammle ich manchmal auch ein paar Blätter mit drin unterwegs, aber... Klimakomfort sollte schon irgendwo passen. Und dann haben wir natürlich in der Jacke noch vier weitere Taschen. Die hier auch am wenigsten auffallen, sind die auf der Brust. Sind hier oben zwei. Ja, die sind wirklich riesengroß. Das sind, würde ich mal sagen, relativ hochgesetzte, naja, Napoleon-Taschen kann man schon gar nicht sagen, aber in jedem Fall Brusttaschen. Hier passt eine ganze Menge rein. Ja. Da muss man allerdings sagen, wenn man die natürlich zu voll knallt, dann bin ich der Meinung, stört das hier auf der Brust nicht nur vom Tragekomfort, sondern auch wieder von der Atmungsaktivität, weil man den nach vorne nicht rausschwitzen kann. Ja, also sollte man vielleicht vorsichtig sein, was man hier reinlegt. Hat man dazu tendiert, hier natürlich auch Karten reinzulegen. Wanderkarte doppelt gefaltet, ja, und dann merkt man aber, klebt der ganze Kram hier vorne schon dran. Ne? Also das sollte man bezüglich der Atmungsaktivität, auch wenn die Taschen viel hergeben und sie wirklich sehr praktisch sind, ja, und sie auch nicht doll auftragen, ja, sollte man überlegen, was man da genau reinpackt. Und ansonsten haben wir hier natürlich die Taschen hier ebenfalls mit Doppelzippern wieder, die unteren hier. Ja? Also die ganz normalen Seitentaschen, die eine Jacke haben. Und hier könnt ihr gut die Hand reinpacken jetzt zum Aufwärmen. Das ist relativ kuschelig. Ich sage relativ, da ich, wie gesagt, Kunstfaser auf der Haut ist immer so ein bisschen von mir aus nicht schön. Ja, es ist immer so rau irgendwie. Ja? Merkt man vor allen Dingen, wenn man mal raue Hände hat. Das ist dann kein tolles, angenehmes Gefühl. Da wäre dann die Naturfaser deutlich besser. Also zumindest ist es so mein persönliches Empfinden. Ja? Aber die Taschen sind im Prinzip nicht verkehrt. Innen gibt es hier Netzmaterial auf der einen Seite. Kann man denn übrigens, könnte man bei allen Taschen empfehlen, würde ich machen, wenn es einfach nur nicht besonders kalt ist, sondern sich man sie viel bewegt, aber trotzdem natürlich eine gewisse Isolation oder Windschutz haben sollte, einfach alle Taschen auflassen. Sieht jetzt nicht schick aus, macht aber tatsächlich einen riesen Unterschied. Und die Jacke hat ja genug Taschen. Ja, natürlich nicht, wenn man irgendwas drin hat. Ja, denn ja, das hat jetzt gepasst wie die Faust aufs Auge. Ich musste gerade einen Cut machen, denn die Post war da. Ja. Wenn bei mir im Wald Post kommt, dann bedeutet das, dass ich 300 Meter einfache Strecke erstmal losrennen darf, wenn das Telefon klingelt. Und da merkt man natürlich auch, ja, ihr seht das jetzt, ich habe gerade alles geöffnet, was geht, auf dem Rückweg jetzt schon. Ne? Denn wo ich eben gerade noch, als ich mir meinen Wollmuff ausgezogen habe, so ein bisschen leicht frisch gewesen ist, dann ging es so langsam. Als ich jetzt die Aktivität gemacht habe, ja, da wurde es dann ganz, ganz schnell warm in der Jacke. Und zwar so warm, dass ich jetzt sage, mir ist schon zu warm. Ja, das wird sich jetzt natürlich gleich geben, aber erstmal haben wir so einen leichten Überhitzungseffekt. Und dann in jedem Fall unten auf, denn Axel ist nass. Ja. Der Merino-Pullover ist unten nass und das Merino-Unterhemd auch. Ja. Und ja, hätte ich jetzt hier keine Öffnung in der Jacke, dann... Ja, wäre das eine ganz schöne Stauwärme, die ich da am Oberkörper hätte. Ja. Sollte man jetzt natürlich nicht übertreiben, wenn man draußen unterwegs ist, wegen Verkühlung, Erkältungsgefahr. Aber
persönlich bin ich jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr krank gewesen, was das angeht. Ich denke, da bin ich relativ abgehärtet. Das wird mich jetzt hier nicht aus dem Hocker werfen. Ja. Machen wir dann mal weiter bei den Funktionen. Jetzt wissen wir gar nicht, wo ich gewesen bin. Ich glaube, ich hatte es jetzt erwähnt, die waren, glaube ich, bei den Taschen gewesen. Ja, Reißverschlüsse hatten wir durch. Ja. Die beiden Armtaschen oben hatten wir gesagt. Gehen wir weiter am Ausstattungsmerkmal, wo ich so ein bisschen im Zwiespalt bin. Der eine, der mag es vielleicht und ich persönlich finde es überflüssig bis störend teilweise. Und zwar ist es hier der Ärmelbund. Ihr seht das, ihr habt hier die Möglichkeit mit einer Daumenschlaufe die Jacke ranzustellen, sodass ihr natürlich auch einen gewissen Schutz in der Hand, ein bisschen, ja, aber in jedem Fall doch Handgelenk, Pulswärmer, wie man es nennen mag. Und natürlich das Ganze auch durch, weil es ja relativ eng ist, auch winddicht dann wieder ist. Ja. Das klingt erstmal ziemlich vorteilhaft, das ist richtig, ist ja bei vielen Pullovern oder Jacken durchaus der Fall, dieses Ausstattungsmerkmal. Persönlich allerdings muss ich sagen, wenn ich so eine Funktion nutzen will, dann würde ich tatsächlich meinen Pullover bevorzugen, den ich hier drunter trage. Das heißt, der Merino-Pullover hat genau das gleiche Ausstattungsmerkmal, auch hier. Ihr seht das, A, geht es mal weiter, ja, und B, bin ich damit flexibler, denn der ist deutlich weicher, was das angeht. Da finde ich die Daumenschlaufe überhaupt nicht als störend, während man diese Daumenschlaufe hier an der Jacke durchaus schon als hinderlich betrachten könnte, wenn ich das jetzt hier mal direkt im Vergleich so nehme. Ja, das wäre jetzt vielleicht ein Luxusproblem. Was mich allerdings am meisten an dieser Daumenschlaufe stört, ist dieser enge Bundabschluss hier unten. Ja, das ist, tja, also, da hätte ich mir eine weite Öffnung vielleicht mit einem verstellbaren Bund, wie zum Beispiel im Klett oder ähnlichen, ja, gewünscht, anstatt dieses enge Ding. Denn tatsächlich, das ist etwas, was ja so leicht störend die ganze Zeit hier unten ist, denn man merkt diesen Bund, weil es ist ja natürlich, man sieht das, es ist eng und ich habe dünne Hände, ja, das heißt dünne Arme, relativ, ja. Wenn ich jetzt natürlich noch dickere habe, dann könnte ich mir vorstellen, dann presst sich das hier ran wie so eine wie so eine Presswurst im Prinzip, könnte das denn hinderlich sein. Ja, hat man denn natürlich noch etwas darunter, ja, wie zum Beispiel hier die Uhr, ja, denn ist es noch nerviger, das Ding jedes Mal anzuheben. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, das ist mehr oder weniger denn ein Folgetadel, wenn ich das mal als Negativkriterium bei einer Jacke ziehen darf. Das ist der einzige Punkt, wo alles an der Jacke verarbeitungstechnisch sonst wirklich in Ordnung ist, ist das die einzige Stelle, die hier zuerst ausleiert bzw. verschleißt. Es gibt hier unten ein Pilling, ja, das gibt es nicht nur bei einer Naturfaser, sondern auch bei einer Kunstfaser, das dürfte klar sein. Ja, Polyester ist klassisch für solche Dinge. Ja. Das heißt, es raut hier unten auf. Und zu was führt das denn? Ja, denn wir haben hier natürlich eine Naht am Saum. Bei der hier, auf der Seite sieht man es, rechts ist noch okay, aber links haben wir hier, muss ich allerdings sagen, ist entstanden nach 5 Jahren Nutzung. Ja, ging es los, dass die Naht hier aufging und dann haben wir hier natürlich, der Saum hat sich bereits geöffnet. Ja, müsste ich jetzt mal wieder zunehmen, werde ich jetzt auch machen. Ja, ist denn kein Riesenproblem, ja, aber wie gesagt, natürlich, der Bereich ist am gefährdetsten, was den Abrieb angeht. Und wenn wir denn da natürlich eine Naht haben auf einem Stretchmaterial, ja, denn das ist ja hier, wie gesagt, mit Gummizug da drin, ja, also dieser... Es ist ein Gummizug, ich denke, dass es einen Gummizug da drin geben wird in diesem Ding hier. Ja, so fühlt es sich zumindest an, denn ist die Naht natürlich da besonders belastet. Also das ist ein Ausstattungsmerkmal mit dem Ärmelbündchen, worauf ich ganz gut hätte verzichten können. Und das wäre auch tatsächlich der einzige große Nachteil, wenn man das so nennen darf. Ja, also ich habe ja jetzt nur ein paar Vorteile genannt. Da muss ich auch den Nachteil nennen, der mir hier an dieser Jacke auffällt, wäre der Ärmelbund. Ja, und wo wir gerade beim Thema Bund waren, die Jacke lässt sich natürlich buntmäßig noch verstellen. Wir haben hier unten einmal direkt im Saum ein Schockcord, was ich hier mit den beiden Zippern verstellen kann. Und dann bleibt es hier so. Ja. Effekt wäre denn, die Jacke liegt unten enger an. Denn es gibt hier oben keinen in diesem Bereich. Ja. Hier hätte man natürlich oben im Torso, in der Taille vielleicht noch einen reinsetzen können, dass man die hier so ranlegt. Weil witzigerweise, die hier hat das. Hier seht ihr das vielleicht auch. Ja. Hier gibt es die Bundnaht hier oben genau auf Taillenhöhe und die lässt sich dann da ranlegen und dann sieht das Ganze nicht so aus wie so ein Sack. Ja. Die geht noch vom Schnitt her. Ja, es ist noch nicht ganz so schlimm. Ja, ich bin ja relativ schlank. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man sieht das, es beult sich hier ein bisschen aus und wenigstens unten kann man es dann ranlegen. Ja. Das ist allerdings, was ich nur sehr selten nutze, denn wenn ich es ranlege, ist es auch wieder störend, was die Bewegung angeht. Ist so ein Zwiespalt. Ja, denn ich mach
hier unten nicht permanent auf und zu, je nachdem, was ich mir wege. Also von daher war tatsächlich zu 95% meine Stellung nicht in Funktion, sage ich mal, dieses Saumes. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, hätte man sich sparen können, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der so eine Funktion auch irgendwo nutzt. Aber wenn er mich fragt, persönlich hätte ich es eher sinnvoller gefunden, wie bei diesem günstigen Stück, dass man den Saum etwas höher verstellt irgendwie. Ja. Dass man nicht so den Rock unten hat, sondern mehr so oben das Kleid. Ne? Ja, und wo wir denn noch bei den verstellbaren Saumen bzw. Bündchen gewesen sind, es gibt hinten noch was an dem wirklich sehr guten Stehkragen. Ja, das ist wirklich, den habe ich gemocht oder mag ich nach wie vor, denn das ist wirklich, der spendet Wärme, es ist oben weich, ne, und die Jacke hat ja keine Kapuze, ihr seht es, aber bis oben hin, zumindest bis zum oberen Halsansatz, hat man es immer schön warm in der Jacke. Das ist der Vorteil, wie gesagt, vor allen Dingen, wenn es windig ist. Ja. Und den könnt ihr denn hier hinten, seht ihr das, habt ihr nochmal so ein Ding, könnt ihr hier genauso ranstellen. Ja. Sieht man, denke ich. Ja. Sollte man natürlich nicht übertreiben, das mache ich auch genau diesen Saum. Wie auch den unteren habe ich nur sehr, sehr selten benutzt, denn man hat natürlich auch mal ganz fix das Gefühl, dass man sich hier stranguliert fühlt. Sobald man den ranzieht, merkt man das auch tatsächlich am Hals, die Schnur. Ja. Das sind zwei Sachen, die sind, sage ich mal, nice to have, schick, dass sie drin sind, aber ich persönlich zum Beispiel habe sie so gut wie fast nie benutzt. Ja. Und neben dem Negativkriterium der Ärmelbündchen, ja, also die, wie gesagt, ich als nicht nur überflüssig, sondern teilweise auch eher störend empfinde, kommt noch ein zweites hinzu. Ja, und das wäre tatsächlich, was das Material an sich mitbringt, das heißt die Kunstfaser, ist die Schmutzanfälligkeit. Denn tatsächlich, das ist ja der Grund, ich hatte es anfangs gesagt, warum ich das damalige Modell Rio Grande gleich wieder ausgesondert habe. Die ist mir dermaßen schnell schmutzig geworden, das ging gar nicht irgendwo. Und man hat es, wie gesagt, denn auch nicht mehr rausbekommen. Ich bin ja nicht der Typ, der seine Wäsche hier irgendwie bei 60 Grad, ja, und so weiter wäscht. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich wasche seit 7 Jahren nur noch ausschließlich von Hand, ja, weil ich ja zu 80% nur noch Naturfasern habe, ja, also Wolle meistens, ja, Schurwolle, und das lebt einfach länger, wenn man es von Hand wäscht. Ich habe dann also nur noch wenig Kunstfaserprodukte, die ich dann mit Hand mit dazu wasche. Das heißt, meine Wäsche sind grundsätzlich keine beanspruchten Waschen. Ja. Ich gebe mir aber dennoch Mühe, weil ich es, wie gesagt, aktiv von Hand mache, wenn ich da einen Fleck habe. Ja. Also ich bin nicht schlechter als eine Maschine, will ich damit sagen, ja. Nur noch schonender. Und dennoch hat man das Problem, ja, das sieht man auch bei diesem Stoff, dass er, wie gesagt, den Schmutz nicht nur eher anzieht, im Gegensatz zu einer Naturfaser, sondern dass der dann auch leider länger drin bleibt. Ja. Und diese Jacke besteht, ja, ihr habt das vielleicht gesehen, überwiegend aus Fließmaterial. Das ist der größte Anteil. Nichtsdestotrotz hat sie hier im Schulterbereich, ja, das ist Schulter, und ich hatte es ja erwähnt, oben an den Ärmeln, da wo die Taschen oben sind, hat es dieses typische Softshell PU, diesen Stoff. Ihr kennt das, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und das ist genau der Stoff, der im Vergleich tatsächlich zu dem Vlies der restlichen Jacke der schmutzanfälligste Anteil der Jacke ist. Denn tatsächlich, wenn man sich hier genau betrachtet, ich weiß jetzt nicht, ob es die Kamera entsprechend einfängt, ja? Aber genau dieser Bereich hier, sind wirklich die Flecken zu sehen. Ne? Hier habt ihr oben einen, hier habt da einen, hier habt da einen. Dann ist hier unten ein weißer, hier ist einer, den dürft ihr da so auf der Kamera sehen, ein dunkler und ein heller. Die Jacke ist jetzt, wie gesagt, nicht gewaschen. Ja? Und es ist nicht so, dass nur dieser Bereich hier besonders stark verschmutzt, sondern das Vlies ist tatsächlich weniger schmutzanfällig, was bleibende Flecken angeht. Ja? Grundsätzlich hat sie erklärt im Video Textile Fasern, eine chemische Faser zieht den Schmutz natürlich an, weil es elektrostatisch aufgeladen wird. Ja, es ist nicht wie Wolle. Wolle ist im Prinzip nicht geladen. Und wie gesagt, Kunstfaser lässt sich relativ schnell aufladen und damit sind wir ein ganzer Schmutzmagnet. Ja? Und gerade was halt diesen Unterschied zwischen dem Vlies angeht und diesem, naja, ich nenne es jetzt mal mehr PU-Anteil, da ist genau dieser Anteil besonders schmutzanfällig zu bleibenden Flecken, denn sie gehen hier auch deutlich schwieriger raus. Um das Material nicht zu überstrapazieren bzw. zu stark zu beanspruchen, lasse ich die Flecken dann natürlich drin. Ja? Aber es sieht dann natürlich nicht schick aus. Ja? Muss man jetzt mal überlegen, wo man die Jacke trägt, ja. Aber
wenn man nicht gerade, wie gesagt, irgendwo durch den Busch robbt, mehrere Wochen und irgendwo alleine ist, da kann es einem relativ egal sein. Aber ziehe ich die auch mal bei einer relativ zivilen Wanderung an, was ja durchaus oft vorkommt. Oder vielleicht auch mal so in der Stadt trage, was bei dem einen oder anderen vielleicht ja auch vorkommt. Das heißt, in der Zivilisation sehen Flecken natürlich nicht besonders toll aus. Ja. Und ich hatte das aktuelle Modell, die MK3, die gerade draußen ist, die kenne ich noch nicht, also habe ich noch nicht gesehen, aber ich hatte die MK2 mal in der Hand und da war ich dann ziemlich entsetzt, beziehungsweise da ging dann meine Begeisterung für die Jacke wieder runter, ja, nach dem Modell 1, denn das ganze Vlies war weg. Es war nur noch, die Jacke bestand praktisch genau wie die Rio Grande damals, ja, praktisch nur noch aus diesem deutlich schmutzanfälligeren Softshell-Material. Ja. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Also meiner Meinung nach ist, ich habe Fleecejacken auch tatsächlich mit Rucksäcken getragen, also auch so eine Fleece-Sweatshirt, und habe da keinen übermäßigen Verschleiß festgestellt. Ja? Nun könnte man vielleicht sagen, dass dieser Stoff sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht, etwas wasserabperlender ist als das Fleece. Aber das ist so eine Milchmädchenrechnung. Ja? Man weiß nicht genau, warum man das jetzt im Bereich der Schulter hier gemacht hat. Ja? Aber ich finde zumindest, das wollte ich damit sagen, das ältere Modell, MK1, noch für mich persönlich aus dem Schmutzfaktor und dem bleibenden Fleckenfaktor, ja, deutlich besser als das Modell MK2. Ja. Wie das Modell MK3 ist, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Von dem Bild her, also von den Produktfotos, sieht es für mich ähnlich aus wie die MK1. Ja. Wenn dem tatsächlich, wie die MK2, Entschuldigung. Ja. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann muss ich einfach mal sagen, dann war die MK1 die beste Tasmanian Tiger Nevada Jacke. Ja. Aber wie gesagt, da fehlt mir jetzt der direkte Vergleich. Wer die hat, wer die kennt, der kann ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich habe hier auch das Softshell oder nein, ich habe noch irgendwo Vlies dran. Ja. Ich bin grundsätzlich kein Verfechter von, wie gesagt, Kunstfasern. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich tatsächlich zu einem weniger schmutzanfälligeren Vlies als zu diesem schmutzfleckenbleibenden PU-Material greifen. Das ist einfach der Punkt da. Ja, dann sind wir durch mit der Tasmanian Tiger Nevada. Ich würde die ganzen positiven und negativen Punkten zum Schluss im Fazit nennen, wenn ich auf beide Jacken gemeinsam eingehe, denn ich hatte ja gesagt, es soll hier ein Vergleich werden, ja, dass ihr das direkt gegenübereinander gegenüberstellen könnt. Und jetzt wird es mir hier auch schon wieder ein bisschen frischer, wo ich mal da ganz kurz meine Wolljacke wieder anziehen werde. Ich glaube, 8 Grad, da hatte ich ein bisschen hochgepogert. Es geht irgendwie so langsam in die Richtung 6 Grad, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher geschwitzt natürlich, nicht vergessen. Ja. Ja, und dann kommen wir mal zu dem zweiten Stück hier im Bunde. Ach so, das sollte ich vielleicht noch sagen hier. Herstellungsland ist hier Vietnam. Ja. Wie bei Tasmanian Tiger üblich, das heißt die ganzen Rucksäcke und Tasche kommen ja auch aus der Factory. So auch hier zumindest die MK1 der Nevada. Während jetzt dieses gute Stück hier von einem finnischen Hersteller stammt und in Estland hergestellt wurde. Für mich ist sowas in jedem Fall durchaus wichtig, denn ich achte ja schon irgendwo drauf, auch auf Punkt Nachhaltigkeit und dem ganzen ökologischen Fußabdruck, den wir hier irgendwo machen, dass möglichst Transportwege natürlich irgendwo kurz gehalten werden. Und da finde ich es natürlich deutlich positiver und das achte ich bei vielen Sachen drauf. Wenn es denn möglich ist, würde ich sowas bevorzugen, auch wenn es mitunter mehr kostet, das bin ich persönlich bereit in Kauf zu nehmen. Ich bin da nicht jemand, der den letzten Pfennig noch irgendwie umdreht und sagt, das kostet 15,23 Euro weniger, dann bestelle ich den Scheiß aus China. Ja, ist meins überhaupt nicht. Ne? Ich würde da auch nochmal was drauflegen, wenn es für einen europäischen Hersteller wäre. Ja? Und das ist in diesem Fall genau so, ja? Wie gesagt, diese Jacke hier aus Blatt. Ja? Und während wir hier jetzt die klassische Kunstfaser zu 100% halt verschiedene Materialien Mix hatten, haben wir hier, es ist auch ein Materialmix, allerdings überwiegend natürlich die Naturfaser. Also mit ungefähr 70% überwiegt bei dieser Jacke hier der Wollanteil. Ja? Und wenn wir hier von Wolle reden, dann reden wir hier über gewalkte Schurwolle. Das heißt, das ist hier Loden. Ja? Und der Loden soll hier eine Materialstärke von ungefähr 400 Gramm pro Quadratmeter haben. Und ihr seht das abgesetzt, das was hier an den Ellbogen und oben auch im Schulterbereich, genauso wie auch die Tasmanian Tiger hier hat. Das ist ein Materialmix, typisch kennen wir, wie gesagt, die auch meine Hose hier hat, Baumwoll-Polyester. Ja, wenn ich da recht liege, dürfen es ungefähr 65 Polyester, 35 Baumwolle sein. Das ist also halt das, was hier dieses Olivgrün ist und alles, was dunkelgrün ist, ist Wolle, kann man so sagen.
Und innen in der Jacke, kommen wir dann noch zu, haben wir auch Polyester. Das wäre dann die einzige reine Kunstfaser. Das wäre dann die Fütterung der Taschen. Kommen wir dann zu, wenn wir an diesem Punkt innen sind. Und schauen wir uns diese Jacke jetzt an. Die heißt ja nicht ohne Grund Woolshell. Ja, es ist natürlich irgendwo eine Anspielung auf Softshell. Denn sie bietet von den Funktionen, von der Ausstattung, von der Optik, vom Schnitt praktisch, ist sie 1:1 zu einer klassischen Softshell-Jacke aus Kunstfaser. Ja, wenn ich jetzt beide hier nebeneinander hätte. Ja, wir haben den Mittenreißverschluss, der als Doppelzipper ausgeführt ist. Wir haben oben den verstärkten Schulterbereich. Und wir haben ein paar Taschen auf der Front. Und natürlich, weil es auch den taktisch-militärischen Charakter hat, wir haben die Taschen auf dem Oberarm. Ja, also von daher ist erstmal auf den ersten Blick kein Riesenunterschied, was Ausstattung und Funktion angeht. Und dann werde ich dieses gute Stück dann auch gleich einmal anziehen, ja, damit ihr seht, wie das sitzt, beziehungsweise damit wir dann auch besser drüber reden können, worum es da genau geht. Ja. Der größte Unterschied, ja, bezüglich... Ich hatte ja auch so einleitend begonnen bei der Tasmanian Tiger bezüglich des Gewichtes. Ja, wir sind da ungefähr, wie gesagt, bei 750 Gramm. Das hier ist eine, naja, fast reine oder überwiegende Anteil Naturfaser zumindest. Und der Nachteil, wenn man das so nennen darf, einer Naturfaser, natürlich das höhere Gewicht, was die Wolle zumindest betrifft. Ja. Und hier haben wir tatsächlich 400 Gramm mehr. Das heißt, diese Jacke wiegt so roundabout 1150 Gramm. Ja. Für die Leute, die jetzt tatsächlich das Gramm irgendwo zählen, ja, für denen das irgendwo wichtig ist, sei es drum erwähnt. Ich persönlich muss sagen, ich habe auch einen Polarparker, der wiegt mehrere Kilo. Ich achte bei solchen Dingen nicht auf das Gewicht, was ich am Körper trage, sondern ich achte auf die Funktion. Ja. Aber sei es drum erwähnt, diese Jacke ist hier spürbar schwerer. Ja. Für den letzten Ultra-Leichtgewichtsfan, dass ich das vielleicht irgendwo in seinen, man weiß es nicht, ja, 800 Gramm leichten Zellophan-Rucksack stecken möchte, der würde wahrscheinlich den Unterschied spüren, ja, zu dieser Kunstfaser im Vergleich zu der Naturfaserjacke. Ne? Das muss man also definitiv erwähnen. Ansonsten, ihr seht das schon, das ist natürlich auch ein Charakteristikum von Loden, das heißt von Wolle. Man sieht es auch bei dieser Jacke. Die geht jetzt, da die ja relativ, ist schon etwas getragen. Ihr wisst, mit der war ich im Prinzip in Lappland auf Tour. Die hier ist noch relativ neu. Und wenn es hinzukommt, das ist hier nur dicke Wolle, während das, wie gesagt, hier gewalkter Lohn ist. Das heißt, der hat noch mehr als die reine Wolle das Charakteristikum, dass er steif erscheint. Ja? Man fühlt das auch, wenn man sich hinsetzt. Ja? Das hier gleich, bei der kam hier natürlich auch die Beule, habt das gesehen. Aber beim Lohn ist es noch mal eine Nummer mehr spürbar, wenn man sie in jedem Fall anhat. Hat. Ja, es wirkt je natürlich Umfang und so weiter vom Schnitt, kann man auch direkt sagen, diese Jacke gibt es hier in den üblichen Größen. Ich denke, fängt an bei XS, zumindest S bin ich mir sicher, und dann geht das hoch bis XXL, also diese normalen Größen, die wir von der Konfektion haben, die US-amerikanischen, während diese Jacke hier in deutlich mehr Größen erhältlich ist. Ja, also nicht nur die üblichen genannten, sondern da könnt ihr bei dem finnischen Hersteller ganz spezifisch, also da wird es schon schwierig, die Größe zu finden. Also zumindest für meine Konfektionsgröße als Beispiel ist das hier eine Regular Long. Ja, also es gibt die normale Regular in Short, Long und Medium. Ja, und da habe ich jetzt auch überlegt, naja, ist es jetzt die Regular Long, ist es die Regular Medium oder ist es vielleicht eine Large in Short? Also da kann man, gibt es eine gewisse Überschneidung, aber es gibt eine entsprechende Tabelle bei dem Hersteller, wo ihr eure Konfektionsgröße, eure Maße eingeben könnt und dann bekommt ihr eine Empfehlung, welche höchstwahrscheinlich die beste sein könnte. Und anhand dieser Empfehlung habe ich halt ausgewählt, ich habe alles abgemessen und das passt denn hier auch. Und das sollte man bei solchen Sachen auch machen, ist natürlich abhängig, was ihr für einen Schnitt haben wollt. Und ich habe eingegeben, ich möchte einen relativ normalen bis figurbetonten, also eher schlankeren Schnitt haben. Ein bisschen mehr tailliert und dann merke ich das im Vergleich zu Tasmanian Tiger auch, während die deutlich weiter sitzt, ja, habe ich hier, und das, ich glaube, das sieht man jetzt auch schon, ja, selbst wenn ich jetzt hier schon sitze, sie ist tatsächlich enger am Körper, ne? Aber das habe ich ganz bewusst ausgewählt, ich bin jetzt auch eher der schlanke Typ natürlich, ja. Kann man natürlich, wenn man es anders haben möchte, auch weiter auswählen, ne? Das sei noch hingewiesen, falls der eine oder andere jetzt sagt, Mensch, die sitzt hier viel enger, das ist gar nichts für mich. Deswegen sage ich es, habe ich es extra von der Größe so ausgewählt. Während das hier, wenn ich hier eine engere nehmen würde, das heißt eine Nummer kleiner als die M, wäre eine S, hätte ich zu kurze Arme gehabt. Also
Und ich gehe hier ganz explizit auf diese Größenangabe bzw. die entsprechenden Passformen drauf ein, weil man, wie gesagt, das ist der große Unterschied zwischen der Kunstfaser der Tasmanian Tiger und der Naturfaser der Serme TST, man hier wirklich ganz genau drauf achten muss und explizit auswählen muss, das heißt anhand seiner eingegebenen Maße oder gemessenen Maße, welche für einen in Frage kommt. Ja? Man kann jetzt einfach sagen, M ist auch M, ist eine Medium, ja, aber diese M gibt es, wie gesagt, in drei verschiedenen Stufungen, ja, in kurz, mittel und lang. Und ich habe jetzt hier die M in lang gewählt. Ja. Wahrscheinlich hätte eine Medium, das heißt eine M Regular, eine normale M, auch noch gepasst, aber wie gesagt, ich bin ganz zufrieden mit dem Ding. Ja. Der Unterschied übrigens von bei diesem Modell zwischen dem M Regular und dem M Long war, dass die Ärmel länger sind. Und dass der Bereich hinten etwas länger geschnitten ist. Ja. Der Umfang hier unter den Achseln gemessen, also die einfache Oberbundweite und auch unten in der Taille, ist die gleiche bei M. Aber das sind halt die gewisse, wer sich für die Jacke interessiert, kann sich diese Tabelle da anschauen. Und da wird ihr die Unterschiede in jedem Fall herausfinden. Darauf wollte ich, wie gesagt, nochmal explizit hier drauf aufmerksam machen. Die Größenfindung ist hier mit ein bisschen mehr Nachdenken verbunden. Hat natürlich aber auch unter Umständen den Vorteil, dass ihr genauer auswählen könnt, was ihr haben wollt, was die Passform angeht. Ja, denn wie gesagt, hier haben wir einen Schnitt, den darf ich hier als wirklich gerade bezeichnen, ja, wenn man das so mal hinhängt. Ja. Während man diese hier zwar genauso in gerade haben kann, man kann sie aber auch deutlich enger haben, wenn man das zum Beispiel möchte, so wie ich es jetzt hier haben wollte. Und dann wollen wir jetzt hier auch mal zu den Funktionen kommen. Ne? Wir hatten das jetzt analog zur Tasmanian Tiger angefangen. Auch hier natürlich der Doppelreißverschluss. Ja? Hier ist allerdings der einzige Unterschied, diesen Reißverschluss, also wie gesagt doppelt auch von unten. Ja? Und man hört es jetzt auch schon, der klingt, ist nicht so leise vom Geräuschbild her. Und das wäre direkt der Unterschied. Wir haben hier bei der Tasmanian Tiger die üblichen YKK-Zipper, während das hier ein Opti-Zipper ist. Ja? Und das hört man auch tatsächlich. Kann man jetzt drüber streiten? Ich meine, auch andere Hersteller machen Reißverschlüsse. Es ist nicht immer alles YKK und es ist nicht immer nur, weil es YKK ist, es automatisch gut oder grundsätzlich der Beste, wie gesagt. Andere können das auch. Man merkt allerdings durchaus in der Funktion des Reißverschlusses, dass der YKK etwas sanfter, leiser und damit auch ruhiger, wenn ich sagen geräuschloser, aber versteht, schmeidiger läuft. Ja. Die Jacke ist jetzt hier noch relativ neu und die ist, wie gesagt, fast 8 Jahre alt. Von daher muss man natürlich aufpassen, wenn ich diesen Reißverschluss jetzt 250 Mal bedient habe, wird er natürlich auch ein bisschen, aber natürlich nicht so wie der. Das sei erwähnt, aber von der Funktion ist es das Gleiche. Ich denke, das ist jetzt ein Vergleich, das ist schon ziemlich detailliert, ja. Aber vielleicht der ein oder andere hat es vielleicht gehört bei der Bedienung. Ja, das ist ein Unterschied. Gut, und dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, den Reißverschluss. Übrigens genauso wie auch die Tasmanian Tiger hat die hier natürlich auch Zipperpuls dran. Und die hier sind sogar nochmal eine Nummer härter. Ja, es ist wieder typisch Finnisch auch. Die legen denn, was die Funktion angeht, denn ich will nicht sagen, dass es übertrieben ist, aber hier habt ihr denn ein richtig massive, ich glaube, das ist ein Gurtband, ja, ein Nylon Cordura, also könnte auch ein Polyester sein, aber es ist ein steifes Gurtband zumindest. Ich würde mal sagen, es ist ein Polyester-Gurtband, ja. So wie der Schnitt hier angesetzt ist. Die liegen anders, aber genauso gut. Ja? Also auch die lassen sich gut bedienen. Und die Zipperpuls habt ihr hier vorne auf dem Frontreißverschluss. Und seht ihr auch schon direkt, das sticht hier ins Auge, auch oben auf den aufgesetzten Oberarmtaschen. Ja? Das ist hier, seht ihr auch, ne, der Vorteil des Lohns, der Wolle, die etwas mehr Steifigkeit bei der Bedienung dieser Oberarmtasche. Ist jetzt ein Zufall, ne? Aber habt ihr deutlich mehr. Liegt jetzt hier nicht an meinem Patch. Ja, das kann ich jetzt auch abmachen. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ja, du schummelst jetzt, weil du hier einen Patch drauf hattest und da nicht. Es ist hier das Gleiche. Ja, seht ihr. Also, das ist ein Nebenbei-Vorteil. Ja, also, ich denke, das ist zufällig entstanden und da ist so, wie es ist einfach. Ja. Ansonsten, diese Tasche ist höher platziert als bei der Tasmanian Tiger. Ja, man sieht das auch. Die
Die Nevada hat den Reißverschluss hier etwas weiter unten, also die Tasche. Also das, wenn man sie angezogen hat, ich denke, habt ihr das auch ein bisschen gesehen. Die sitzt etwas weiter unten, aber noch nicht zu weit unten. Es gibt auch tatsächlich Jacken, da sitzen die Dinger viel zu weit unten. Ja. Hier, das ist zum Beispiel ähnlich. Ja. Bei der sitzt sie auch so ähnlich wie bei Taman Tiger. Bei der sitzt sie ein bisschen höher. Ja. Ist von der Funktion, man kommt an beide ran. Man würde es jetzt allerdings merken, so gefühlt würde ich sagen, 3 cm weiter oben. Ja. Das sei nur so. Und ansonsten, was man viel eher merkt, diese Tasche ist ein bisschen kleiner. Die von der Tasmanian Tiger war hier oder ist, ja, sieht man auch, denke ich, deutlich größer, weil der ganze Bereich, das ist hier alles Tasche, ja, was man hier auch wirklich sieht, was hier so rund ausgenäht ist. Da passt wirklich eine ganze Menge rein. Während die Tasche wirklich nur so groß ist wie, naja, man sieht das jetzt hier, die Naht ist ganz schlecht zu sehen hier bei der Wolle, ne, aber die Tasche ist in jedem Fall kleiner. Es reicht aber... Also ein Smartphone würde ich jetzt hier oben nicht unbedingt reinstecken wollen. Ne? Bei der Tasmanian Tiger passt es tatsächlich, hier könnte es schon eng werden. Ne? Ich habe in solchen Taschen, wenn überhaupt, eher mal ein Messer drin oder eine Packung Taschentücher. Ne? Das ist ja meins. Ansonsten, wie gesagt, versuche ich nicht unbedingt voll zu packen, wegen der Atmungsaktivität. Ne? Hat hier natürlich bei der Wolle, könnte man jetzt sagen, hier könnten wir die Taschen eigentlich größer machen und hier könnte man mehr reinstopfen, weil die Atmungsaktivität grundsätzlich besser ist, ja, als bei der Kunstfaser. Ja. Aber ausgerechnet hier ist sie jetzt wieder kleiner. Ja. Ja, und hier sieht man dann auch vom Innenstoff, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wir gucken uns gleich mal von innen an, hier wäre dann auch praktisch die einzige Kunstfaseranteil, der Polyester, immer da, wo die Taschen sind. Hatte ich ja anfangs erwähnt, ne? Als Tascheninfutter ist hier ein Polyesterstoff verwendet worden, der macht so ungefähr knappe 30% aus auf das gesamte Dings der Tasche. Der Jacke gucken wir uns gleich nochmal von innen an. Ja, also wie gesagt, zu den Taschen finde ich hier mit den Zipperpuls ist einfacher zu bedienen als bei der Tasmanian Tiger, wenn man jetzt auf sowas Wert legt. Ja. Und das sieht man natürlich auch, ich hatte es erwähnt, ja, hier ist das Patch übrigens rund abgeschnitten worden. Das heißt, hier sind die Ecken etwas abgerundet worden und ich denke, man sieht es auch gleich, von der Größe von der Klettfläche ist es ähnlich. Man könnte sagen, fast ein bisschen kleiner, ja, doch minimal, aber viel nimmt sich's nicht. Also das wäre jetzt, da müsste man jetzt hier wirklich, also auf einen Quadratzentimeter will ich das jetzt nicht. Also beide Patchflächen, Flauschklettflächen sind hier groß genug und die sieht ein bisschen formschöner aus, würde ich sagen. Ja. Und bleiben wir gleich bei den Ärmeln bzw. Reißverschluss am Ärmel. Was gehört natürlich dazu, wäre hier wieder auch unten im Achsel. Ja. Und hier ist allerdings der große Unterschied zur Tasmanian Tiger, das ist hier kein Doppelzipper und zusätzlich hat er hier auch kein Zipperpull dran. Ja. Also hier habt ihr denn nur den einen, allerdings wieder wolltypisch, lodentypisch, merkt ihr jetzt auch vielleicht gerade. Ja. Ich kann den hier tatsächlich besser bewegen. Ja. Bei dem dünneren, weicheren Stoff muss ich das schon straff ziehen, ganz bewusst. Ja, bei der Tasmanian Tiger musst du wirklich festhalten. Und selbst denn, weil natürlich Stretchmaterial drin ist, könnt ihr das nicht flüssig in einer Bewegung hochziehen. Runter geht es bei beiden natürlich, ja. Aber wenn ich es jetzt mal direkt im Vergleich hochnehme, ja, dann würde das hier besser gehen. Sieht jetzt hier nur ein bisschen komischer aus, weil die Jacke jetzt vom Schnitt etwas enger ist. Ja. In der Tasmanian Tiger hatte ich mehr Bewegungsfreiheit, da konnte ich den Arm besser rumnehmen. Wie gesagt, habe ich ja hier ganz bewusst gewählt. Also das ist in jedem Fall ein Unterschied. Ja. Nur einen, ja. Hier hätte man durchaus den Doppelzipper setzen können. Denn wie gesagt, ich hatte es anfangs von der Funktion erwähnt, man hat dann mehr Variabilität, was das schnelle Auf- und Zumachen angeht. Ja? So habt ihr jetzt bei der Serme hier die Möglichkeit, wenn das Ganze geschlossen ist, das ganz schnell aufzuziehen. Ja? So wie ich es eben bei der Tasmanian Tiger hatte. Ja? Jetzt muss ich natürlich schon suchen, weil hier der Zipperpull fehlt. Bringe ich mir natürlich noch einen an. Ich wollte es euch jetzt aber im Originalzustand zeigen. Ja? Ansonsten hänge ich hinterher wieder mein Paracord-Schläufchen an und dann geht es auch ein bisschen einfacher zu greifen. Ja? Auf geht es ganz super. Ja? Aber zu, wie gesagt, würde jetzt ganz super gehen, hätte ich jetzt hier noch den Doppelzipper dran. Ja? Das ist halt der Unterschied, wenn man im Achselreißverschluss diesen Doppelzipper hat, ja? Dass man diese Zuziehbewegung, ja, da auch noch genauso schnell machen kann wie die Öffnungsbewegung. Ja, das ist der Punkt, weswegen des Doppelzippers. Hat man das jetzt nicht, ist die Funktion dennoch gegeben. Ja. Das ist auch wieder, na, ich sag mal, so ein Komfortmerkmal. Jammern auf hohem Niveau in diesem Bereich würde ich es mal abstempeln. Ja. Und ansonsten bleiben wir ruhig gerade beim Ärmel. Ich denke, das ist auch ein klassisches Charakteristikum bei dieser Jacke. Ihr habt das gesehen. Die hat hier eine Verstärkung
im gleichen Stoff, wie gesagt, hatte ich anfangs gesagt, im Materialmix Polyester, Baumwolle, was hier aufgesetzt ist, an den Ellbogenverstärkungen hier. Und hier hat man auch mitgedacht, ja, an zwei Stellen ist hier dieses Stückchen als Falte übereinander gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. Das heißt, hier kann ich so ein bisschen hochziehen, das ist hier gefaltet. In dem Fall, wo ihr denn den Ärmel, den Ellbogen natürlich überdehnt, spannt denn der Stoff nicht. Ja. Das ist clever mitgedacht. Muss da mal darauf achten, wie wenig Jacken das eigentlich haben, dass dieser Stoff denn hier tatsächlich als Falte ist, wie praktisch bei großen Trekking-Rucksäcken, die diese Seitenfächer integriert haben. Die sind ja auch als Falte zusammen übereinander genäht, sodass, wenn ihr da was reinstopft in das Fach, das dann erst aufgeht. Ja. Sonst hängt ja vorher schon diese lose Tüte praktisch außen rum. Das wäre ja nicht besonders schick. Ja? Und das wäre hier auch nicht besonders schick, wenn wir denn so eine Beule hätten. Das ist übrigens ein Klassiker, wie hier zum Beispiel. Ne? An der Hose, die ich jetzt hier trage, da habt ihr vorgeformte Knie. Und damit die nicht spannen, sind die auch etwas mehr ausgefüllt ohne diese Falte. Ja? Und denn wozu führt das natürlich, wenn ihr jetzt steht, bei einer Hose natürlich, dass immer diese vorgeformten Knie hervorstechen. Ja? Das könnte man, wie gesagt, wenn man das nicht haben will, dadurch dezimieren oder dadurch wegnehmen, wenn man einfach eine Falte reinnäht. Das wurde hier ganz praktisch am Ellbogen gemacht und so sieht der immer formschön aus, auch wenn man den Arm mal gerade hat beim Laufen, ja? Wenn man jetzt darauf Wert legt. Ja? Ist auch eine Optiksache, ja? Beziehungsweise eine Optikfunktionssache in der Kombination natürlich. Und es ist nicht nur eine Verstärkung hier aufgenäht, sondern ihr habt hier noch ein Klett drunter. Also eine Öffnung per Klettverlausch und dann könnt ihr hier natürlich auch noch einen Polster reinsetzen. Es ist jetzt hier original keins drin, aber hier könnt ihr durchaus, denke ich mal, so einen etwas dünneren Evazote-Schaum oder ähnliche Sachen, was ihr vielleicht auch von Kniepolstern habt, kann man sich ja selber zurechtschneiden, die Größe. Ich kann nicht mal sagen, ob es da ein fertiges zu gibt, ja, aber wer das in jedem Fall benötigt, der könnte nach Möglichkeit sich hier ein Polster in die Jacke einsetzen. Persönlich werde ich das nicht machen, weil dann würde ich natürlich auch wieder den Atmungskomfort der Wolle verlieren. Ja? Und ich robbe natürlich auch ein paar Mal hier durch den Busch. Ne? Also wer meine Videos kennt, der hat sie gesehen. Aber ich würde mit dieser Jacke jetzt nicht aktiv über die Hindernisbahn laufen. Ja? Aber man sieht es ja natürlich auch, genauso wie Tasmanian Tiger, das ist das Charakteristikum der Hersteller hier, Serme TST, diese Linie aus dem finnischen Stoff Varusiki, die sind natürlich auch fürs Militär gemacht. Ja, ja. Das ist in Finnland übrigens deutlich populärer, dort einfach auch im zivilen Anwendungsbereich Militärklamotten zu tragen. Ja. Während du in Deutschland ja manchmal komisch auf der Straße angeguckt wirst, also ich kenne das schon seit mein Leben lange, ich trage seit ungefähr so meinem 14. Lebensjahr trage ich Militärklamotten. Ja, wie gesagt, ich hatte darüber ein Video gemacht, aufgrund Funktionen und so weiter. Und teilweise wird man da immer komisch angeguckt, auch heute noch. Es ist einfach, da fehlen mir praktisch die Worte, weil das so ein Denken ist von den Menschen. Echt nur so ein Denken, ja. So nach dem Motto, die böse Sache. Ja. Ja. Und das ist in Finnland deutlich populärer. Da wird man nicht angeschaut, wenn man irgendwelche Klamotten der finnischen Armee anzieht oder solche Jacken zum Beispiel. Ja. Das ist der Punkt. Die kannst du hier zivil tragen, die kannst du aber auch genauso beim Militär tragen. Und diese Jacke, ich sage es deswegen, gibt es natürlich auch noch im Tarnmuster der finnischen Armee. Das heißt, diese Jacke, also die damals nur in Grün. Ja. Das Damenmodell, da gab es übrigens noch ein Damenmodell von der Tasmanian Tiger, die war auch in Khaki erhältlich, das heißt in einer Sandfarbe. Das Damenmodell wurde dann aber leider, finde ich, relativ schnell aus dem Programm genommen. Schade eigentlich. Die gibt es jetzt hier nicht explizit als Damenmodell, aber wie gesagt, kann man es aufgrund der Schnitte natürlich, also ich glaube nicht, dass es die als Damenmodell gibt, kann man aber wie gesagt aufgrund des Schnittes sich im Prinzip mehr oder weniger selbst der Körperform zusammenstellen. Und deswegen hatte ich das Thema mit der Farbe angesprochen, weil wie gesagt, diese hier damals nur in Grün als Herrenmodell erhältlich war. Das Khaki war für die Damen, der Damen vorbehalten. Es gab nur diese zwei Damen und Herren und dann Grün oder Sand. Ja. Während diese hier, wie gesagt, als reines Uni-Modell angeboten wird, aber natürlich entsprechend der Passform man sich es natürlich aussuchen kann. Ja, also ich denke, da würden auch Frauen hier eine deutlich passigere Form finden, wenn man die entsprechenden Größen da eingibt und die entsprechende Größe herausbekommt für einen. Ja. Und bezüglich der Farben hatte ich es erwähnt, das typische Armeemuster, was die Applikationen angeht. Dann habe ich hier das Grüne. Dann gibt es noch ein braunes und dann gibt es noch ein graues Modell. Bezüglich der Erhältlichkeit hatte ich anfangs erwähnt. Ja? Müssen wir jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Und
Genau, also wir sind jetzt bei der Farbe gewesen, an den Ellbogen, und dann kommen wir jetzt hier mal zum Ärmelbund. Und das ist etwas, was mir jetzt, wenn ich jetzt mal beide miteinander vergleiche wieder, deutlich besser gefällt. Wir haben hier den ganz normalen offenen Ärmelbund. Ja. Finde ich persönlich praktischer, stört in keinster Linie. Ja. Und das Ganze hier mit Klett zu verschließen. Wenn ich das haben möchte, dann kann ich das auch richtig eng ranstellen. Hier tut es jetzt schon weh, weil ich die Uhr drunter habe. Machen wir es mal hier. Ja. Also hier ist es, der Klett ist richtig breit, ja, das ist richtig gut gemacht, ja, das muss man mal loben, das ist auch selten, dass ein Klett so breit ist und dann nicht nur der Klett, sondern auch noch der Bund ist schön breit und dann könnt ihr das Ding wirklich richtig ransetzen. Ja. Natürlich die Frage, ob man das haben will, ja, aber ist ja durchaus möglich, so leicht würde ich sagen, da würde ich noch mitgehen für meinen Anwendungszweck, aber das ist ja individuell. Ja, also wenn man weiß, man würde jetzt hier definitiv viel Dreck reinkriegen, weil man da durch ein was weiß ich nicht robbt, dann hat man hier die Möglichkeit, das komplett ranzustellen. Und dann habt ihr hier auch keinen Ärmelbund, der irgendwo stört, als hinderlich oder so empfunden wird. Ja. Und ich weise hier nochmal darauf hin, wer das sieht, diese Jacke hier entsprechend lang, weil Größe L, ja, vom Medium Long ist das. Regular wäre hier der Ärmelbund, ich glaube, 3 bis 4 cm kürzer. Ne? Das heißt, der würde dann im Prinzip, na, sagen wir mal, so sitzen. Das wäre dann eine Regular Medium, ja? Während die Regular Long jetzt, wie gesagt, so sitzt. Ist zwar lang, aber wird von mir jetzt nicht als störend empfunden. Denn man muss natürlich auch wissen, die Wolle irgendwann, der Loden, der Knick, bekommt gewisse Knickfalzstellen. Das heißt, die Armbeuge wird sich hier noch einarbeiten. Und damit zieht sich, Wolle läuft grundsätzlich nicht ein, wenn man sie vernünftig behandelt. Das will ich damit nicht sagen. Aber damit zieht sich die Jacke noch ein bisschen höher. Kann ich aus meinem Anwendungszweck zumindest ja schon mal sagen. Ja. Anfangs trägt sie es immer ein bisschen länger, ja, bei dieser dicken, etwas härteren Wollmixtur, aber irgendwann kommt es dann hoch durch die Knickfaltstellen, die man da bekommt. Ja. Von daher wird sie dann, ich schätze mal, so einen guten Zentimeter weniger unten am Handgelenk sitzen. Also das kann ich jetzt schon prognostizieren. Und dann haben wir auch an dieser Jacke natürlich Taschen, die allerdings komplett anders als bei der Tasmanian Tiger, denn die sind weder unten noch hier oben auf der Brust, sondern sind von der Seite oben zu bedienen und gehen dann in die Brust rein. Ja, wir haben uns erinnern, bei der Tasmanian Tiger war es eher so, ja, da musste ich die Taschen so bedienen und hier habe ich sie außen. Persönlich muss ich sagen, finde ich das deutlich praktischer als bei der Tasmanian Tiger. Ja, denn natürlich, ich kann die Tasmanian Tiger, bei der Nevada war es ganz einfach, die Taschen hier aufzuziehen. Allerdings, wenn ich jetzt etwas reinstecken will, dann habe ich so das Ding. Und wenn ich jetzt hier etwas reinstecken will, dann habe ich hier die Möglichkeit, natürlich oben noch die Hände zu wärmen. Ja, das war bei der Tasmanian Tiger, dazu muss man natürlich die unteren Taschen nehmen. Ja. Das sind hier also, könnte man sagen, hochgesetzte Napoleon-Taschen, die auch zum Händewärmen durchaus geeignet sind. Ja. Man kann die natürlich auch, hätte man noch weiter runtersetzen können, so wie bei der Tasmanian Tiger, die unteren Taschen. Aber, und das ist ja der Punkt, denke ich mal, also ich vermute mal, dass das der Grund sein könnte. Und so, aus diesem Grund hätte ich sie auch hochgesetzt, wenn ich nämlich einen Rucksack trage. Ja. Wir wissen, die Finnen sind grundsätzlich immer schön in der Natur draußen frei unterwegs und schleppen immer eine ganze Menge mit sich umher. Ja. Das ist da nichts mit Ultralight und so weiter, sondern da ist eigentlich auf den praktischen Anwendungszweck, leben draußen. Viele sind Jäger, das heißt, ein Rucksack gehört praktisch zum Alltagsgegenstand dazu. Und das wäre denn der Nachteil der tiefsitzenden Taschen, wie beispielsweise bei der Nevada hier. Ja. Habt ihr hier einen Beckengürtel, das heißt, oder einen Bauchgürtel, dann kommt ihr an die Taschen nicht mehr ran. So sieht's aus. Ja. Und habt ihr in den Taschen dann natürlich auch noch was drin gehabt, bevor ihr den Rucksack aufschließt, dann werdet ihr feststellen, stört denn auch alles. Und dann müssen die Taschen ausgeräumt werden. Also was ich damit sagen will, diese Taschen sind hier oben nicht nur nutzbar für Gegenstände, auch wenn ihr die mit Rucksack tragt, ja, sondern gleichzeitig könnt ihr dann immer noch die Hände reinstecken. Ja. Was nicht ganz unwichtig ist, ja, nicht beim Militär steckt man natürlich keine Hände in die Taschen, das kennen wir alle. Ja, das ist nicht so unbedingt gern gesehen, zumindest sich beim morgendlichen Antritt abhält. Aber natürlich, unterwegs möchte man sich durchaus gern mal unter Umständen die Hände irgendwo aufwärmen. Ja. Und dann ist das hier eine praktische Sache. Ja. Das würde zum Beispiel in diesem Fall auch mit Rucksack gehen. Das ist der Unterschied zur Nevada. Ja. Habt ihr da einen Rucksack auf, dann habt ihr keine Möglichkeit, die Hände zu wärmen. Ja. Weil wenn ich jetzt die Taschen hier oben habe, überkreuzt, werde mir die Hände so nie reinstecken. Das wäre schon ziemlich umständlich. Das ist hier also durchaus möglich. Ansonsten sind diese Taschen, auch hier habt ihr innen wieder, hatte ich erwähnt, dieses Polyester-Netzfutter, gucken wir uns hier gleich von innen auch an. Ja? Das heißt also, funktionell hat diese Jacke nur zwei Taschen.
auf vorne, auf dem Torso, ja, während die Nevada hier 4 hat. Ja. Kann man sich jetzt natürlich überlegen, wo ist man flexibler, braucht man so viele Taschen? Ich finde es grundsätzlich gut bei der Nevada, dass sie die hat, aber wie gesagt, immer dran denken, Rucksack sind untere Taschen nicht mehr nutzbar. Ist hier offensichtlich mitgedacht worden, was das betrifft. Und dann der Punkt, der auch hier wieder relativ ähnlich ist zur Nevada, ich sagte relativ, ist hier der Kragen. Hier muss man allerdings sagen, vielleicht seht ihr das jetzt auch schon, ja, ist der von der Nevada A einmal höher, warum, kommen wir gleich zu, und B wird er auch als, natürlich liegt an dem Polyester, an dem Fließmaterial, ist deutlich weicher empfunden. Ja. Der hier ist A einmal härter, bedingt wie gesagt schon aufgrund des Lohns, der natürlich eine höhere Stehkraft hat, der etwas steifer empfunden wird, und dann ist hier auch der Reißverschluss tatsächlich steifer. Ja. Dieser Opti-Reißverschluss ist etwas massiver ausgelegt, als das der Nevada hier. Das heißt nicht, dass der hier unterdimensioniert wäre, auf keinen Fall falsch verstehen. Der ist einfach nur feiner, weicher, flexibler. Ja? Während der hier, das ist wieder typisch Finnisch, ja, dann greift man wieder ins Volle. Ja? Und da haben wir denn natürlich, ihr seht das, wenn ich das ganze Ding jetzt hier schließen möchte, geht es nicht ganz hoch und der bleibt doch nicht ganz oben stehen. Ja? Beide Reißverschlüsse haben hier oben übrigens die Abdeckleiste. Also wenn der denn oben stehen bleiben würde, ja, am Hals, ja, dann hätte man hier den Zipperstopp. Das heißt, dass der hier oben einen nicht unterm Kinn stört oder bei den Finnen natürlich in dem langen bärtigen Weihnachtsmannbart hängen bleibt. Ja, das habt ihr hier bei der Nevada auch. Hier ist es noch angenehmer, wie gesagt, aus Polyestervlies. Warum dieser Kragen natürlich nicht ganz so hoch ist, ist jetzt der ganz große Unterschied dieser beiden Jacken, mal abgesehen vom Material. Denn die TST Serme hat eine Kapuze. Ja, und wenn ich die Kapuze aufsetze, dann kriege ich das Ding natürlich richtig hoch. Ja. Ist sie abgesetzt, dürfte klar sein, das ist ja der Nachteil, kennen wir, wenn wir einen Kragen mit einer Kapuze kombinieren, dann geht es immer zu Lasten des Kragens, wenn die Kapuze unten liegt. Das ist ganz normal. Das ist also, wie gesagt, der riesengroße Unterschied hier. Ja. Die eine ohne Kapuze und die mit Kapuze. Ich denke, neben diesem Riesenunterschied Wolle, Kunstfaser, wer das eine unbedingt haben will oder wer auf das andere eher Wert legt, ja, der hat hier in jedem Fall ein Auswahlkriterium, wo man eigentlich unabhängig vom Material schon sagen kann, ich will die Jacke mit Kapuze oder ich will die ohne haben. Ja. Wer eine mit Kapuze haben will, tja, da ist es denn die, und wen die Kapuze eher stört, da wäre es denn eher die, ja, wenn man jetzt zwischen diesen beiden. Ja. Persönlich muss ich sagen, finde ich die Kapuze gut gemacht. Ja, da habe ich tatsächlich keinen Makel dran gefunden. Ich kann die einmal hier über zwei, die sind zwar relativ klein, ja, aber ich kann die hier über zwei Zipper, ist auch ein Schockkord drin, ja, mit einem Lock verstellen und kann die dann ransetzen. Ist ein bisschen mit Fummelei verbunden, aber wie gesagt, funktioniert. Und dann bekommt man natürlich den Schirm auch noch weiter runter. Das heißt, das komplette Gesichtsfeld kann man hier entsprechend noch verkleinern, wenn man das denn haben möchte. Aber selbst wenn ich das nicht mache und das jetzt mal, wie gesagt, im offenen, originalen Zustand habe, ihr seht es, denn tendiert die Kapuze aufgrund des festen Schirmes, denn auch hier vorne haben wir wieder das Baumwoll-Polyester-Gewebe, wie auch oben auf den Schultern, ja, ist die schon so geschnitten, dass dieser Schirm in jedem Fall schützt. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Kapuze so schon durch die Gegend gehe, dann habe ich diesen Schirm, hängt der schon automatisch ein Stück im Gesichtsfeld. Ja? Das heißt, Vögel beobachten kann ich so schon nicht mehr. Ja? Da müsste ich dann aktiv den Kopf unten setzen oder mir die Kapuze nach hinten ziehen. Ja? Das ist schon wieder klassisch, typisch für skandinavisches Wetter geeignet. Ja? Da habt ihr natürlich immer die steife Brise bzw. den Regen, den Schnee, ja, der einen ins Gesicht peitscht mit unter Umständen. Und da hat man sich dann wahrscheinlich in Finnland gedacht, da brauchen wir gar keinen schickimicki schönen Wetterschirm machen, der irgendwie so oder so, ja, könnte man jetzt auch, ne? Sondern da setzen wir das gleich nach unten. Ja? Ihr seht also eine rein funktionelle Jacke für wirklich entsprechende Witterung. Ja? Also ich ohne das jetzt überwiegend loben zu wollen, aber hier hat man bei diesem Modell mindestens genauso mitgedacht wie in etwa auch bei der Tasmanian Tiger. Ja, es gibt bei beiden Jacken so kleine Sachen, kommen wir gleich zu, wo ich sage, das hätte man hier und da noch verbessern können. Ja, aber im Großen und Ganzen sind beide Jacken in jedem Fall durchdacht. Und dann hatte ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, schauen wir uns das Ganze hier auch mal von innen an. Ich das Ganze ausziehe. Ja, ich würde dann parallel dazu wieder meine andere Jacke anziehen. Da, wie gesagt, also jetzt wird es deutlich frischer.
damit wir hier nicht noch auskühlen oder ich hier nachher zitternd rumsitze, ja, kann ich euch gleich mal zeigen, was ich jetzt hier schon erwähnt hatte, bezüglich, ne, wenn ich hier jetzt die Kapuze aufsetze, dann sitzt die natürlich deutlich lockerer, die ist hier nicht so weit ins Gesicht geschnitten, ja. Und wenn ich hier den Kragen zumache, ne, dann kommt die Kapuze hinten natürlich mit hoch. Und wenn ich den Kragen aber ein bisschen aufmache, habe ich hier drin trotzdem noch einen Kragen. Ja? Also das ist hier ist noch mehr zu als bei der. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen bei der. Ja? Also hier muss ich nicht so weit aufmachen, sondern wir bleiben hier schön bei der Softshell-Jacke. Und hier das ganze Stück, gutes Stück von innen, da seht ihr das hier nochmal ein bisschen besser mit dem Saum, das heißt der eingenähten Schockgurt hier für die Verstellung der Kapuze, die ist hier unten angesetzt. Also das ist hier nichts zum Ziehen, sondern das ist hier nur der Stopper. Ja. Und wenn er hier im Prinzip dann dieses Bändchen rauszieht, ja, so, dann zieht er im Prinzip das Ganze hoch, was denn dazu führt, dass die Kapuze sich weiter zusammenstellt. Ja. Und das wie gesagt auf beiden Seiten, ja, diese Saumen der Kapuze. Und hier sieht man es auch nochmal von innen. Ja. Das ist hier wirklich, dieser Schirm ist schon fast wie bei einer Mütze. Ja, man könnte wirklich schon sagen, dass es so eine Art halbe Mütze ist, die hier oben dran ist, als Schirmmütze, wie bei einem Basecap, so in etwa. Ja. Und apropos Saum, ne, wie genau auch wie bei der Tasmanian Tiger, habt ihr hier auch bei der Serme TST den verstellbaren Saum hier unten. Ja. Könnt ihr hier also abschließend auch nochmal zusammenziehen. Ja. Und das Ganze ist dann hier natürlich entsprechend verstärkt, auch wieder mit dem Baumwoll-Polyester-Mix. Wie gesagt, weil nur an der Wolle ziehen würde wahrscheinlich auch gehen. Das hat hier übrigens diese Jacke, die hat hier auch einen verstellbaren Saum, ja, von außen allerdings. Hier muss man leider sagen, hier ist keine Schockgurt drin, sondern hier ist ein einfacher Wollbindfaden sozusagen drin. Und das ist hier richtig dickes Material. Hier ist es ja ein bisschen dünner und hier haben wir die Schockgurt. Daher musste man hier höchstwahrscheinlich einen anderen Saum machen. Ja. Und hier sehen wir dann auch nochmal den Anteil des inneren Polyesters, was wie gesagt in den Taschen verarbeitet ist. Ne? Weil hier haben wir praktisch die vordere Brusttasche und das Gleiche hätten wir denn hier auch noch am Ärmel, am Oberarm, ja, da wo die Oberarmtasche gewesen ist. Ansonsten ist es, wie gesagt, bis auf diese Applikation, die wir hier haben, ja, dieses olivfarbene, der größte überwiegende Anteil ist das hier, die gewalkte Schuhwolle, der Loden. Und damit wir jetzt nochmal einen sehr guten 1:1 Vergleich, das heißt eine direkte Gegenüberstellung hinbekommen, wenn wir jetzt hier mal beide Jacken sozusagen nebeneinander halten und auf die einzelnen Ausstattungsmerkmale eingehen, sodass ihr direkt seht, wie in so einer Tabelle, welche punktet wo mit Vor- und Nachteilen jeweils. Ja. Nehmen wir hier, wie gesagt, die reine Kunstfaserjacke und hier die Wolljacke. Ja. Beides funktionale Softshelljacken für universelle Anwendungszwecke. Fangen wir mal an. Reißverschluss, Frontzipper, hatte ich erwähnt. Die Tasmanian Tiger hier weicher, flüssiger, ruhiger vom Lauf als Doppelzipper mit Zipperpuls. Der hier etwas starrer, ein wenig lauter, aber ebenfalls mit Zipperpuls. Beide übrigens, das hatte ich so noch gar nicht gesagt, aber man hat es vielleicht schon gesehen, haben eine innere Abdeck-Windschutzleiste hinter dem Reißverschluss. Sowohl die eine als auch die andere, da nehmen sie sich beide nichts. Ja. Dann kommen wir zu den Taschen. Ja, fangen wir mal mit den Oberarmtaschen an. Seht ihr hier im direkten Vergleich die Tasche der Tasmanian Tiger hier in etwas größer. Ja. Der Reißverschluss ist auch ein wenig länger. Ja. Das Klettpad ist hier natürlich, seht ihr, eckig geschnitten, während das andere abgerundet ist. Die Bedienbarkeit bei beiden ist okay. Ja. Durch das weichere Material lässt sich es hier und durch diesen ganzen Stretch-Teil etwas schlechter bedienen in der Einhandbedienung. Da punktet dann hier die Wolle. Dafür ist diese Tasche etwas kleiner. Aber was die Oberarmtaschen angeht, würde ich sagen, 1:1 nehmen sie sich grundsätzlich nichts. Da könnte ich nicht sagen, dass die eine besser oder die andere schlechter ist. Ja. Dann haben wir die Taschen auf der Front, beziehungsweise die Taschen am Torso. Hat hier die Tasmanian Tiger 4, während wir hier 2 haben. Wir haben hier 2 untere, ja, die wir im Prinzip benutzen, können wir aber keinen Rucksack tragen. Ja, können wir unten die Hände reinstecken, die sitzen ziemlich tief. Und dann haben wir hier 2 obere, die allerdings gegenläufig sind, wo wir die Hände nicht reinstecken können, wenn wir denn einen Rucksack tragen. Ja, aber hier trotzdem eine ganze Menge reinpasst.
Ja? Und hier haben wir praktisch nur zwei Taschen, die allerdings auf einer Höhe und einer Form angesetzt sind, die ja mehr oder weniger diese vier miteinander kombinieren. Nicht vom Stauvolumen, das auf keinen Fall, aber Funktion. Ja? Wir haben hier die Taschen, wo wir oben die Hände reinstecken können, als hochgesetzte Napoleon-Taschen sozusagen. Und allerdings auch welche, die, ich denke, mehr oder weniger ausreichend an Füllvolumen haben, wenn man es nicht übertreibt, ist es hier völlig in Ordnung. Beide Jacken haben einen verstellbaren unteren Saumbereich hier. Allerdings ist das Ganze bei der Nevada von Tasmanian Tiger meiner Meinung nach komfortabler ausgelegt. Ja, also da denkt Tasmanian Tiger ja auch bei Rucksäcken dran, dass man an solchen Sachen immer einzelne kleine Ziehelemente hat, was wir hier hätten. Und die haben auch einen vollwertigen Zipstopp, ja, sozusagen ein Kordelstopper, der sich gut mit den Händen bedienen lässt. Ja. Also hier können wir, wenn wir das wollen, richtig gut ziehen. Wie gesagt, benutze ich aber nicht oft. Dazu gesagt, ist mein persönliches Ding. Während wir hier praktisch, ja, von der Bedienung, der Kordelstopper ist hier deutlich kleiner. Das ist hier einfacher angelegt. Also das ist, seht ihr ja, also im direkten Vergleich ist das hier schon ein ganz schön fipsiges Ding, was man hier angesetzt hat. Ja, hier hätte man durchaus ein größeres reinsetzen können. Und hier, wie gesagt, nur eine etwas einfachere Schnur. Ja, das ist mal wieder auch wieder typisch finnisch, etwas rustikaler. Ja, das ist tatsächlich so. Ist jetzt nicht irgendwie spaßig oder so, sondern das zieht sich durch, ist die Denkweise einfach ein bisschen anders. Ja. Funktion ist hier auch gegeben, ja. Will man es jetzt aber öfter bedienen, dann ist man bei der Tasmanian Tiger besser dran. Für mich persönlich spielt es keine Rolle, da ich, wie gesagt, den unteren Saum praktisch nicht benutze. Ja. Und auch noch eine Saumverstellbarkeit haben wir denn bei der Tasmanian Tiger hier oben am Kragen, ja, das, den wir hier ranziehen können, auf die gleiche Art und Weise, ebenfalls wieder komfortabel, aber auch wieder etwas, was ich nicht benutze, weil, wie gesagt, ich habe den einschnürenden Effekt und für mich war der Kragen wirklich immer ausreichend eng anliegend, während wir hier natürlich keinen haben, weil hier natürlich die Kapuze aber einstellbar ist. Aber auch hier wieder, wenn man sie denn einstellt, auch wieder mit diesen relativ kleinen, fipsigen Dingern und dieser Einfachschnur. Ja? Ist auch wieder Funktion, ist okay, aber Bedienbarkeit, Komfort, das hätte man etwas besser machen können. Und das wäre dann auch dieser große Unterschied zwischen diesen beiden Jacken. Ja? Während die eine praktisch nur den Kragen hat, hat die andere zusätzlich eine Kapuze. Ja? Bezüglich der Ärmel, die Tasmanian Tiger hier praktisch nichts weiter, ja, bis auf die Oberarmtaschen, während wir hier eine Verstärkung an den Ärmeln haben. Ja. Das ist mitunter bei der Wolle auch gar nicht so verkehrt, denn natürlich, das wäre ein Kriterium, was Naturfaser zur Kunstfaser, wenn denn als Nachteil, kann man das durchaus benennen, dass unter Umständen die Naturfaser für Beschädigungen etwas anfälliger wäre. Das kommt allerdings aufs Material, auf die Verarbeitung an. Ich kann euch jetzt hier, weil wie gesagt, die ist fast 8 Jahre alt, daher kann ich jetzt euch nicht sagen, wie die in 8 Jahren aussehen wird. Ja. Da müssten wir denn, würde ich auf meiner Webseite in jedem Fall, im Lesebericht, ihr kennt das ja, ich mache lebende Reviews, das heißt, ich editiere immer im Zeitalter der Nutzung hinzu, wie hat sie sich jetzt gemacht, füge auch Fotos hinzu, erste Tour, fünfte Tour, nach 2 und 3 Jahren und das würdet ihr dann in den Lesereviews sehen und dann wisst ihr, wie sich die Jacke nach einem gewissen Anwendungszeitraum da gemacht hat. Ja, grundsätzlich also nicht verkehrt, finde ich auch nicht störend, ist eine gute Idee, auch gut umgesetzt mit diesen Falten hier, kann man nicht meckern. Und dann kommen wir mal zu dem direkten Ärmelbund, ja, und da hatte ich es schon erwähnt, ja, wenn ich jetzt, wo wir jetzt bei einigen Sachen immer gesagt haben, naja, da ist jetzt hier beispielsweise die Bedienbarkeit bei den Kordelstoppern besser, ja, da wäre denn hier allerdings, da punkte dann die Tasmanian Tiger jetzt leider nicht unbedingt mit diesem engen Ärmelbündchen hier. Ja, das ist in meiner Meinung nach der, für mich persönlich zumindest, muss ich mal sagen, ja, mag ich eher lieben den offenen Arm. Ihr seht, da habe ich hier auch, ja, bin ich deutlich flexibler, variabler, nichts stört. Und den könnt ihr dann nach Möglichkeit, wenn ihr das haben wollt, wie gesagt, entsprechend richtig doll eng zustellen. Ja. Der Klettstreifen ist hier nicht so ein dünnes Ding, was man vielleicht, was ich schon bei den ein oder anderen Carinthia-Jacken leider immer wieder habe, so ein dünnen Pfützelchen von 1 cm breite Streifen, wo nach 2 Jahren öffnen die sich von alleine und halten auch schon gar nicht mehr. Ja, das Ding ist hier richtig schön massiv ausgelegt, ja, und hat, hört das, mit Geräuschtarnung nicht das Geringste zu tun. Ja. Wäre allerdings, muss man auch sagen, ist ein Nachteil natürlich, dass sich im Klett grundsätzlich auch immer Schmutz, grober Schmutz natürlich verfängt, ja. Blätter, kleine Äste und Zweige und so weiter, die bleiben hier durchaus mal hängen, Kiefernadeln und so weiter. Ja. Da muss man natürlich dran denken, während da hier aber
ja, das Material denn irgendwann eher zugrunde geht, beziehungsweise etwas filigraner ist. Ja, ich denke, das sieht man so auch schon. Bezüglich Tragekomfort und Passform, ne? Also ich hatte es erstmal erwähnt, die Jacke wiegt hier 400 Gramm mehr aufgrund der Naturfaser und natürlich auch aufgrund der Kapuze. Das darf man auch nicht vergessen. Da kannst du einfach nicht nur sagen, die wiegt jetzt so und so viel mehr, weil das nur Naturfaser ist, denn wie gesagt, die hat ja noch eine Kapuze dran. Ne? Das sollte man immer bedenken. Die wäre ja natürlich auch entsprechend schwerer, ein paar Gramm zumindest, ja, hätte die hier eine noch dran. Ja? Und ansonsten, der Schnitt ist wie gesagt, diese sitzt eher weit. Die Nevada von Tasmanian Tiger, ja, das ist hier die Größe M, ja, die ist also für schlanken Personen wie mich zum Beispiel sehr weit, um nicht zu sagen, also zu weit ist sie nicht, aber es ist ein sehr komfortabler Schnitt. Das heißt, die passt praktisch auch breiteren Menschen ohne Probleme. Während hier, wie gesagt, und das sind wie gesagt die klassischen Größenangaben, die wir so haben, von S bis XL und so weiter, ja, während das hier, wie gesagt, von der Passform man eher auswählen muss, ja, mehr auf die eigenen individuellen Körpermerkmale, das heißt Taillenweite, Brustumfang, Ärmellänge, in der Tabelle das Ganze herausfinden muss, was für einen am besten passt, und dann bekommt man hier auch eine sehr gute Passform, ja. Aber wenn man es haben will, wie beispielsweise bei mir, weil das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ist nicht verkehrt, aber ich würde mir etwas engere gewünscht haben, dass es so ein bisschen figurbetonter ist. Nicht alleine nur von der Optik gewesen, sondern natürlich auch, wenn ich einen Rucksack trage. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt mit dem Rucksack, weil es ist nicht ganz unwichtig für mich. Und habe dann die Gurte, sowohl was den Brustgurt als auch natürlich den Hüftgurt angeht. Und ich habe zu viel Material, was folgt natürlich die ganzen Knautschfalten, die wir denn haben. Und die alle unter dem Hüftgurt sitzen und eine mehrfach gefaltete Jacke unter einem stramm gespannten Hüftgurt. Was haben wir natürlich? Druckstellen. Ne? Da achte ich denn natürlich schon darauf, dass das möglichst nicht der Fall ist. Und deswegen war ich froh, dass ich hier eine etwas engere Passform wählen konnte. Ja? Ansonsten vom Tragekomfort ist es natürlich entsprechend der Passform. Ja, ich kann jetzt also nicht sagen, dass die sich besser oder die schlechter oder andersrum tragen lässt, sondern das ist, wie entsprechend man die Passform ausgewählt hat. Unabhängig von der Passform, finde ich, sind sie beide komfortabel zu tragen. Und was allerdings ein riesengroßer Unterschied ist bei den entsprechenden Materialien, ja, zur Robustheit, wie gesagt, kann ich hier noch nicht sagen. Ich kann aber schon, wer die Jacke beispielsweise kennt, ist ja auch aus Wolle, habe ich 6 Wochen, wer meine Lappland-Reportage, Dokumentation, Tagebuch verfolgt hat, habe die jeden Tag 6 Wochen angehabt, ja, also genauso wie auch die Hose und den Pullover darunter, und bin damit wandern gegangen mit Rucksack, war damit im Gestrüpp, ich war damit im Regen, ich war damit im Schnee, ich war damit im Wasser, ja, und ist kein Vergang dran, was das angeht, ja, also ich kann keinen Verschleiß irgendwo feststellen, ja. Und ich denke, so ähnlich wird es hier auch bei dem sein. Ich hatte damals schon mal eine Lodenjacke aus dem Jagdbereich, ist schon länger her. Von daher kann ich auch schon Rückschlüsse, und da war auch alles in Ordnung. Da habe ich also nichts gefunden, was den Verschleiß des Materials angeht. Weil das wird ja ganz gern mal argumentiert, ja, von dem einen oder anderen, der die Kunstfaser irgendwo vielleicht ein bisschen so in den Vordergrund stellen möchte. Ja, ja, die Wolle ist empfindlicher. Das kann man so absolut nicht sagen, ist von der Verarbeitung des Materials grundsätzlich abhängig. Ja. Und Näheres dazu verweise ich, wie gesagt, auf mein Video der textilen Faser nochmal. Ja. Was allerdings ein riesengroßer Unterschied ist zwischen bei diesen Materialien, die entsprechenden Eigenschaften, hatte ich erwähnt, ja, Kunstfaser, Naturfaser, ist hier, dass diese Jacke deutlich atmungsaktiver ist. Das heißt, der Temperaturbereich schätze ich bei beiden Jacken gleich ein. Es ist praktisch kein Unterschied. Allerdings neigte hier eher dazu zu überhitzen. Das heißt, die müsste dann irgendwo öffnen, weil sonst wird es einfach unangenehm zu warm da drunter. Da kriegt er eine Stauwärme. Und wie gesagt, wenn zu viel Schweiß drin ist, stinkt das irgendwann, wenn Kunstfaser. Diesen Eingeruch werdet ihr hier bei dieser so nie haben. Ja. Und ihr müsst die da nicht öffnen, denn wie gesagt, das ist der Vorteil der Wolle. Könnt ihr genauso wie diese Jacke hier, ich kann mich jetzt auch mit der Jacke bei 20 Grad bei mir in die Hütte reinsetzen, ja, wenn ich mal 20 Grad hinbekomme, dann wird mir auch da nicht zu warm werden. Das ist das Positive daran. Ihr habt das ja auch gesehen, ich saß mit der Jacke im Auto und bin dann dahinter raus in den Schnee gegangen und habe die weder auf noch zugemacht. Ich habe weder im Auto geschwitzt noch draußen gefroren. Ja. Das ist wie gesagt der Vorteil der Wolle, da seid ihr damit deutlich flexibler. Und der weitere Vorteil der Wolle neben diesem richtig guten Atmungskomfort ist in jedem Fall die Schmutzanfälligkeit dieses Kunstfasergewebes. Ich hatte es ja erwähnt, ja, überall seht ihr hier Flecken drauf. Ja.
Natürlich bekommt die auch Flecken, wenn ich es eine Weile anhabe, mitunter, ja, je nachdem, aber die bleiben nicht im Material. Das ist der Punkt daran. Und wie gesagt, diese Jacke trage ich jetzt hier seit 3 Monaten? 4 Monaten. Seit 4 Monaten. Ja? Und seht ihr hier irgendwas dran? Gar nichts. Kein bisschen, weil hier ist auch nichts, tatsächlich. Ja? Also es zieht kein Schmutz an und selbst wenn hier mal, würde ich mich jetzt hier in den Schlamm reinschmeißen auf dem Acker, ja? Da würde ich es hinterher einfach nur ausbürsten und gut wär's. Habt ihr hier ein Problem, weil da muss in jedem Fall ein Reinigungsmittel und eine Waschmaschine ran. Ja? Und das geht dann natürlich auch alles auf die Haltbarkeit. Ja? Wie gesagt, ich möchte hier die Kunstfasern nicht schlecht reden. Ja, ihr wisst das, ich bin hier objektiv. Ja, das sind einfach die Sachen, die man dazu sagen muss. Das ist ein großer Nachteil eines Kunstfasergewebes. Und natürlich für alle Outdoor-Wildness-Freaks, wie beispielsweise mich, muss auch noch erwähnt werden, natürlich Feuerfestigkeit. Ja. Ich kann, das ist auch ein Grund, warum ich diese Jacke am Lagerfeuer so gut wie fast immer damals ausgezogen habe. Ihr wisst das, mit der hier habe ich praktisch im Feuer gekocht. Ja, ich hatte den Arm direkt in der Flamme drin. Was ist passiert? Gar nichts. Ne? Da könnt ihr hier natürlich vergessen. Ja? Diese PU-Sachen sind die ersten, wo ihr die Löcher vom Funkenflug sofort sehen würdet. Und auch das Vlies, ne? Das ist nicht ganz so krass empfindlich, aber doch deutlich empfindlicher als eine Naturfaser. Auch da solltet ihr euch von Funkenflug fernhalten. Ja? Also das ist ein Punkt, ja? trifft jetzt vielleicht nicht für jeden zu, ne? aber wie gesagt, für Leute wie mich, die durchaus öfter mal mit dem Feuer Umgang haben, ist das keine geeignete Jacke, die ich in der Nähe eines Feuers tragen würde. Während ich bei dieser absolut gar keine Bedenken habe. Und da sieht man dann natürlich auch wieder den, wo kommt's her, ne? wer hat's erfunden? die Finnen. Ja? Denn natürlich, Skandinavien gehört das Feuer zum täglichen Alltag mit dazu. Ja? Und da würde, natürlich hat es da höchstens wahrscheinlich auch vorher mal Softshelljacken aus einem Kunstfasergewebe gegeben. Aber es gibt einen guten Grund, warum die Jungs und Mädels das dort oben praktisch sich jetzt wieder in Wolle einverlassen haben. Ne? Das heißt, zurück zum Ursprung. Tja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier die entsprechenden Ausstattungsmerkmale, jeweiligen Vor- und Nachteile der Jacken und natürlich auch Materialeigenschaften hier veranschaulichen. Ja. Ich finde, beide, hatte ich anfangs gesagt, ja, sind wirklich gute Jacken. Ja. Also meiner Meinung nach unter den Kunstfaser-Softshell-Jacken war die Tasmanian Tiger. Ich habe bislang nichts Besseres gefunden in dem Zeitraum, wo ich sie halt aktiv getragen habe. Und tja, und auch Wolljacken gibt es ja mittlerweile, die ein oder anderen, die da auf dem Markt sind. Ja, meiner Meinung nach ist das mittlerweile eine der besten, die es gibt. Ja, also ich will meine Sachen hier nicht loben, das sage ich immer wieder. Aber ich achte ja darauf, dass ich schon irgendwo, ich habe ja einen gewissen Qualitätsanspruch. Ja, und ich bin der Meinung, dass das für die jeweiligen entsprechenden Materialien, Zusammensetzung und Ausstattung so mit jedes dieser beiden Modelle mit so das Beste ist, was es auf dem Markt gibt. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was habt ihr für so viele Dinger und so weiter. Ja, aber wie gesagt, mit sowas würde ich jetzt, auch das erfüllt eine Funktion, ja. Aber das Ding ist weit entfernt von dem hier und Lichtjahre noch viel weiter von dem. Ja, also von daher wäre das außen vor. Ja. Und preislich, ich hatte es anfangs erwähnt, wir kommen solchen Summen, liegen sie auch beide ziemlich auf dem gleichen Level. Ja. Das sind hier beides 200-Euro-Jacken. Jetzt, die aktuelle natürlich, ich denke, na, ich hatte es erwähnt, Inflation und so weiter und natürlich, ne, es muss grundsätzlich unabhängig von Inflation auch immer alles teurer werden, auch wenn es das gleiche Material bleibt, ist, glaube ich, das MK3-Modell aktuell ein bisschen teurer geworden als noch das MK1 und vielleicht auch als das MK2, ja, aber diese beiden zumindest 200 Euro. Von daher kann man es jetzt auch nicht am Preis festmachen. Wenn man sich jetzt überlegt, was bekomme ich für die 200 Euro, ja, an Ausstattungsmerkmalen, Funktionen vor allen Dingen und Langlebigkeit und so weiter. Tja, da muss ich jetzt genau das sagen, was man bei mir schon erwarten könnte. Haben wir hier einen Sieger, was das angeht. Denn grundsätzlich ist natürlich eine Kunstfaser deutlich günstiger in der Herstellung. Klingt komisch, aber ihr tragt hier ein Erdöl auf der Haut. Ja? Im weitesten Sinne. Ja. Und da muss ich sagen, ist der Preis, was das angeht, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei solchen Sachen leider weniger gerechtfertigt. Ja? Also von meiner, die Jacke hätte man für 100 Euro verkaufen können und der Hersteller damit immer noch einen Gewinn gemacht. Ja? Während, wenn wir wissen, was eine Wolle in der Herstellung, wie viel das mehr kostet an Aufwand und so weiter, ne? dass natürlich schon ein bisschen mehr der Preis gerechtfertigt ist als bei dieser. Ja? Also Preis-Leistungs-Verhältnis würde hier die Wolljacke punkten. Und setzt ihr mir jetzt
schlussendlich die Pistole auf die Brust, ja, muss ich sagen, wie gesagt, ich hatte es auch anfangs erwähnt, fast 8 Jahre bin ich mit der Tasmanian Tiger wirklich sehr zufrieden gewesen. Aber die typischen Kunstfasereigenschaften waren mir immer einem Dorn im Auge. Das habe ich jetzt mit dieser hier ausgemerzt und habe endlich auch hier im Bereich Softshell, normalen, einfachen Autojacken, eine entsprechend hochwertige gefunden. Ich bin froh, ich habe wirklich lange gewartet, dass ich sie, ne, also das ist, kann man sich vorstellen, die Dinger waren ziemlich schnell ausverkauft. Ja. Und wie gesagt, Pistole auf die Brust, würde ich sagen, aus meinem persönlichen Anwendungszweck, mit meinen Vorlieben, mit all dem, was ich jetzt hier erzählt habe, plus Videotextilefasern und so weiter, ja, wäre das meine bevorzugte Wahl. Ja. Damit möchte ich diese Jacke aber hier nicht schlecht machen. Immer daran denken, denn wie gesagt, mittlerweile, ich habe dazu eine gute Beziehung aufgebaut und ich kann sie trotzdem nach wie vor noch jedem, wenn er eine Kunstfaserjacke haben möchte, kann ich immer noch die Tasmanian Tiger durchaus empfehlen, wenn man, wie gesagt, auf die beiden Nachteile, in meiner Meinung nach, hier die etwas engeren Ärmelbündchen und natürlich leider auch die Schmutzanfälligkeit, wenn man das bedenkt, bietet sie eine ganze Menge Vorteile. Zu dieser Jacke, ne, gibt es bereits seit 2015 das entsprechende Lesereview bei mir auf der Seite. Da könnt ihr euch das alles nochmal reinziehen, ja, was ich da jetzt über diese Jacke erzählt habe. Über diese Jacke wird es demnächst eines geben, aber wie gesagt, wie immer bei mir, erst wenn ich eine entsprechende Nutzung tatsächlich damit hatte, das heißt, nur weil ich jetzt damit dreimal bei mir hier durch die Gegend gelaufen bin, werde ich darüber kein Review schreiben, sondern da vergeht, ihr kennt das, ihr wisst bei mir, locker 3-4 Monate, also ein Vierteljahr nehme ich mir da Zeit, um anfangs das Review erstmal zu beginnen, ne, was ich dann natürlich im Laufe der Zeit fortführen werde, falls irgendwas mit den Klamotten irgendwo passiert. Ja. Das heißt also, ihr kennt es bei mir, ich mache hier keine Vorstellung und schreibe dann gleich sozusagen eine Rezension. Da müsst ihr für die Rezension hier noch ein paar Wöchelchen warten und dann können wir die auch beide direkt miteinander vergleichen in Leseform. Tja, es wird jetzt spürbar dunkler hier im Umfeld. Ich denke, ihr dürftet das auch sehen, dass die Belichtung auf dem Bild etwas nachgelassen hat. Ich bin jetzt erstmal sehr gespannt, ganz fix zu gucken, was hier... Ja, Mann. Das hat auch was mit Reviews zu tun, was hier drin ist, ja. Aber was ganz Persönliches. Dann werde ich mir hier die Woolshell schnappen. Ja, machen wir nochmal eine... Ne, Eli? Wollen wir nochmal eine Runde... Hunderunde machen, Stündchen? Machen wir nochmal, ne? Gehen wir jetzt nochmal eine Runde raus, ja, auf dass wir hier schnellstmöglich ein gutes Review zusammenbekommen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen aussagekräftig, was ich euch hier rüberbringen konnte. Ne. Und egal mit welcher Jacke, ob es vielleicht eine von den beiden ist oder aber auch nicht, weil er sie vielleicht gar nicht mehr bekommt, ja, man weiß es nicht. Ja. Aber viel wichtiger war mir hier auch nochmal darauf hinzuweisen, ihr kennt das, ja, Kunstfaser versus Naturfaser. Ja. Egal für was ihr euch da entscheidet, ob ihr vielleicht auch eine komplett andere Alternative habt, wünsche ich euch in jedem Fall viel Spaß draußen.